Hallo und herzlich willkommen zum E-Sport Talk. E-Sport und Fußballfans, wie kann das zusammenpassen? Mal wieder mit Christian Gürnt, das bin ich, und ich habe zwei illustre Gäste am Start. Sagt man illustre? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, es sind auf jeden Fall gute und feine Gäste. Zum einen ist da Marc Schwitzki von der Hertha Base. Er ist freier Journalist und Gründer des Fanblogs mit Podcast. Bei Hertha Base geht es kritisch analytisch zu und er beschreibt quasi aus seiner Perspektive alles um die alte Dame. Herzlich willkommen, Marc. Hi, ja, damit habe ich ja wirklich wenig zu tun, quasi. Das ist ja eigentlich wie immer sehr, sehr ruhig, aber ja, ich freue mich sehr auf dieses Thema, da habe ich noch nie länger drüber geredet, da bin ich sehr gespannt, was da drüber ist. Aber es brennt in dir. Ja, schon, also beziehungsweise man will ja mal ein paar Thesen immer testen, die man sich so zurechtgelegt hat in seinem Kopf, da bin ich mal gespannt und habe da echt Lust drauf. Sehr gut. Und in der anderen Ecke ein Mann vor grünem Hintergrund. Patrick Bauer, Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH, esport-manager.com/proleague.de, bekennender FC-Fan und Mitglied beim 1. FC Köln. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, es ist ja ein sehr spannendes Thema, kontroverses Thema, was uns tagtäglich beschäftigt. Und freue mich auf den Talk heute Abend. Und auch euch natürlich ein herzliches Willkommen. Ich muss euch da draußen natürlich so anschauen. Meine Gäste sind hier. Das heißt, wenn ich meine Gäste anschaue, wird es ein bisschen komplizierter, euch anzuschauen. Nur, dass ihr wisst, ich bin nicht unhöflich. Nein, ich möchte natürlich nur meine Gäste anschauen. Vorab eine Sache noch. Und zwar den Podcast und alle vorherigen Folgen findet ihr als, nee, die Sendung hier. Und alle vorherigen Folgen findet ihr auf YouTube und als Podcast auf allen Plattformen. Schaut da mal rein, auch wenn ihr was verpasst habt. Wir hatten zum Beispiel schöne Trading Talks, wir hatten sehr, sehr schöne Talks über Diversität im Fußball, im E-Sport. Wir hatten aber auch sehr gute Talks über Blizzard. Deswegen YouTube und Podcast sind da vielleicht eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Ansonsten, ein Deal der Woche darf nicht fehlen. Über Ausrufezeichen Kickershop findet ihr einen Deal der Woche. Das ist heute der Nike Fleece Hoodie. Der kostet statt 54,95 nur 35,72. Das heißt, -35% für euch schnell ausgerechnet. Und da könntet ihr vielleicht zugreifen, wenn ihr wollt. Ansonsten haben wir noch eine sehr, sehr coole Sache am Start. Und zwar haben wir jetzt passend zu 250 Live-Zuschauern ein Gewinnspiel. Bei 20 Followern während der Sendung, und ich werde da Buch führen, das sage ich euch jetzt schon mal, gibt es zweimal das EPOS H3 Headset im exklusiven Cloud9-Design oder Cloud9-Stratus-Design. Die sind von Hand bemalt und streng limitiert. Also bei 20 Followern während des Streams wird das Ganze verlost über den Hashtag Gewinnspiel. Dazu dann aber später mehr, wenn das Ganze eingetroffen ist. Und eine Sache noch, die mir sehr am Herzen liegt, und dann können wir gleich auch anfangen. Ausrufezeichen Umfrage. Wir wollen natürlich wissen, was ihr bei Kicker eSport sehen wollt. Was sind die Themen, die ihr als Show, als Podcast oder sonst wie auf der Seite haben möchtet. Und ihr könnt das Ganze aktiv mitgestalten. Ausrufezeichen Umfrage. Nehmt daran teil, sagt uns, was ihr unbedingt besprechen wollt. Und wer sich die Arbeit macht, der kann einen von 10 Gutscheinen gewinnen in Höhe von je 20 Euro. Das Ganze natürlich ohne Gewähr, falls ich mich verplappert habe. Der Rechtsweg ist wahrscheinlich auch ausgeschlossen, aber da kenne ich mich nicht aus. Also, ich würde sagen, wir fangen an. Marc, Patrick, ich habe euch gerade ganz kurz vorgestellt, aber das ist natürlich nur die aktuelle Position. Patrick, kannst du mir einmal kurz sagen, welchen Background hast du im Thema E-Sport und was ist eigentlich deine Position jetzt gerade wirklich für den E-Sport-Manager, also auch bei Pro League? Weil ich habe ja gehört, du machst sehr, sehr viel 11 gegen 11 Bespaßung in FIFA. Absolut. Also meine Historie im E-Sport ist noch gar nicht so lang. Also natürlich habe ich früher mal irgendwie gezockt, aber ich war tatsächlich eher so der Fußball-Manager-Typ. Wollte das früher aber auch mal als Berufswunsch machen, ja, so mit 16, 17 hatte mich damals auch beworben und habe dann aber Absagen bekommen beim 1. FC Köln, bei Bayer Leverkusen, habe dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen und vor 2 Jahren habe ich tatsächlich dann eine Firma gegründet, die Doppelpass Digital GmbH, mit der Idee, dass wir etwas tun wollen für Vereine, die aus unserer Sicht ein bisschen an Relevanz verlieren. So, und damals war so als erstes eine Idee, mein Geschäftspartner hat beim TC Freisenbruch seinerzeit ein Online-Fußball-Manager-Spiel auf den echten Verein übertragen, wo die Community Entscheidungen treffen konnte. Und das war ein Modell, was wir uns auch vorgestellt haben, was an anderen Stellen funktionieren hätte können. Und als wir das präsentiert haben und uns damit, wie gesagt, dann die Firma gegründet haben, sind wir angesprochen worden, dass das ja total das Community-Ding sei und der E-Sport sei ja auch so ein Community-Ding und ob wir möglicherweise diese Idee auf den E-Sport übertragen könnten. Und dann haben wir darüber nachgedacht, haben uns das Thema E-Sport mal ein bisschen näher angeschaut und dann haben wir auf die Virtual Bundesliga geguckt, haben gesagt, in der Virtual Bundesliga ist halt
nicht so viel mit Fußball im klassischen Sinne. Und dann sind wir auf den Pro-Clubs-Modus gestoßen und haben uns den angeguckt. Und ehrlich, als ich den gesehen habe, habe ich den relativ schnell lieben gelernt. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, in der Doppelpass Digital kümmern wir uns darum, Vereine digital zu verlängern mit 11 gegen 11 E-Football-Mannschaften. Genau, magst du einmal kurz Pro-Clubs erklären? November 2020 und kriegen da so stetiges Wachstum dann entsprechend hin. Pro-Clubs, da sagst du natürlich, oder sprichst du natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema an, weil FIFA für viele natürlich nur 1 gegen 1 ist. Pro-Clubs ist es ja 11 gegen 11, also 11 Spieler, die tatsächlich jeder ihre feste Position haben im Club. Wird jetzt ganz, ganz lange schon nicht mehr von EA so richtig gut behandelt, aber ihr seht da trotzdem noch einen Wachstumsmarkt in dem Thema. Naja, eigentlich ist es ja im Grunde die Evolution, ja? Wenn man sich die Entwicklung anschaut. Am Anfang saßen wir alle alleine vor den Konsolen oder eben zu zweit, ne, an einer Konsole offline. Irgendwann ging es dann in den Modus, dass du online gegen einen anderen spielen konntest. Dann jetzt eben, dass du gegen mehrere spielen kannst. Ich glaube einfach, die Entwicklung wird langfristig dahin gehen, dass Multiplayer-Modus relevant ist. Und wir sehen ja auch erfolgreiche E-Sport-Arten anderer Klassen. Funktionieren dann gut, wenn sie als Team häufig gespielt werden. Ja? So, und deswegen glauben wir auch, dass das im Fußball ein Thema ist. Und natürlich gibt es gerade andere Strategien und Modelle, die für FIFA relevant sind. Aber wir glauben trotzdem daran, dass wenn wir über E-Sport im Bereich Fußball sprechen, dass das 11 gegen 11 eigentlich die maximale digitale Transformation des Fußballs ist. Und vielleicht auch die am einfachsten verständlich ist für jeden Zuschauer. Dann auch. Ja. Okay. Dann noch kurz zu deinem Fußball-Background. Ich habe schon gesagt, du bist Mitglied beim 1. FC Köln und auch Fan. Wie sehr hat es geschmerzt, dass Köln dann damals gesagt hat, nee? Weil du gerade gesagt hast, so deine erste Bewerbung war bei Köln. Das war halt damals schon schwierig, aber es war halt zu einem Zeitpunkt, ich bin ein bisschen älter schon, wo es eben diese Ausbildungsstrukturen noch nicht gab. Es gab gerade dieses neue Bild Sport- und Fitnesskaufmann. Ja. Das war dann halt ein Versuch wert. Ich habe gedacht, ne, hast nichts zu verlieren. Und habe dann so einen Klassiker gemacht, Industriekaufmann, ne, BWL studiert und so weiter und dann irgendwie 15 Jahre in der Unternehmensberatung dann halt gearbeitet. Aber also natürlich ist es jetzt schön, nachdem ich da gekündigt habe, wieder, also ins Fußballbusiness dann noch reinzukommen und dann auch immer mit der Selbstständigkeit. Cool. Und dann auch einfach zu sagen, nee, dann mache ich es halt selbst. Genau. So, sehr gut. Marc, einmal ganz kurz zu dir. Ich habe gerade schon gesagt, du bist selbst Mitglied bei einem Podcast, hast im Prinzip einen großen Fanblog zur alten Dame aus Berlin. Zum einen, was hast du für einen E-Sport-Hintergrund? Weil du gerade das auch gesagt hast, so endlich darf ich mal darüber reden, sonst hört mir nie jemand zu. Dann rede ich nur vom Badezimmerspiegel. Ja, also ich habe keinen so beruflichen Hintergrund wie Patrick, das kann ich nicht sagen. Bei mir beschränkt sich das alles schon aufs Hobby, aber ich bin, glaube ich, relativ früh einfach mit E-Sport in Berührung gekommen. Also das ging los mit so Spielen wie Counter-Strike, die ja recht kompetitiv ausgespielt wurden. Das ging weiter mit StarCraft 2, wo ich dann auch wirklich das erste Mal tief in den E-Sport gerutscht bin als Zuschauer. Das Spiel hat ja anfangs in seinen ersten Jahren ja wirklich eine sehr große E-Sport-Szene gehabt, was ja auch mit Events verbunden war und Cups und so weiter. Und habe dann mich da so richtig neben dem Fußball, was seit jeher meine Leidenschaft ist, habe mich da richtig irgendwie reingenerdet und konnte dann die ganzen Builds und konnte ungefähr einordnen, welcher Spieler wie spielt und solche Geschichten, die man normalerweise dann nur so im Fußball kennt. StarCraft 2 ist mit der Zeit aber irgendwie, konnte das ja nicht aufrechterhalten. Und ich spiele mittlerweile seit über 10 Jahren, mittlerweile weniger als früher, League of Legends. Und auch das hat ja nun mal einen großen E-Sport-Hintergrund, ist sehr früh zum E-Sport-Spiel geworden, zum Großen, hat sehr schnell irgendwie Dota Konkurrenz gemacht und war für mich vor allen Dingen erstmal so ein soziales Ding, mit Freunden das zu zocken, aber auch da irgendwann gemerkt, Moment mal, da gibt es ja professionelle Spieler und das wird immer größer und das kann man sich angucken und das ist in den letzten Jahren einfach dadurch, dass ich nicht mehr so viel gespielt habe, ist dann auch dieser Zuschauergedanke so ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei mir. Jetzt mit dem Einstieg von Hertha BSC in League of Legends ist das aber doch ein Stück weit neu geweckt worden. Ob ich jetzt nochmal groß in das Spiel zurückkehre, sei mal dahingestellt, aber zumindest das Zugucken hat jetzt einen neuen Grund gefunden und das ist quasi mein E-Sport-Hintergrund. Okay, wenn wir
über eure liebsten Vereine reden, und das ist bei mir bei Liverpool auch ähnlich, dann wird man natürlich schnell, wenn man sich ein bisschen für Gaming interessiert, dann ab und zu mal gefragt, so, hä, was ist das E-Sport? So, verstehe ich nicht. Ja, dann sind es oftmals traditionelle Fans, ältere Fans auch oftmals. Und dann erklärt man. So, dann versucht man das zu erklären und scheitert dann stellenweise auch recht schnell. Dann heißt es, ach nee, der neumodische Scheiß, damit möchte ich ja nichts zu tun haben. Wenn ihr aber euren Verein jetzt mal seht, also hier in dem Fall dann den 1. FC Köln oder aber auch Hertha BSC. Marc, wenn du hast gerade gesagt, Hertha steigt jetzt oder ist eingestiegen, unter anderem bei League of Legends. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, als es das erste Mal hieß, jetzt machen wir da auch was? Und was war so deine erste Reaktion? Was war so die Reaktion aus deiner eigenen Bubble? 2018 muss man ja quasi anfangen bei Herthas E-Sport-Geschichte, weil sie da ja in FIFA eingestiegen sind und das auch mit einem vielleicht etwas anderem Ansatz als manche Vereine, also nicht einfach irgendwie ein Franchise-Team aufgekauft oder ähnliches, sondern sie haben eine eigene E-Sport-Akademie gegründet. Also die haben erstmal monatelang in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern nach Talenten gescoutet und sich jetzt nicht die internationalen Stars irgendwie gesichert mit dem Budget, was man als Bundesliga-Verein ja vielleicht durchaus hätte im Vergleich zu der FIFA-E-Sport-Szene, und haben da vor allen Dingen Talente gescoutet und für sich gewonnen und gehen auch diesen Ansatz weiter. Also es geht darum, möglichst homegrown Player, wie es ja auch im Fußball gerne heißt, ne? Also wirklich lokale Eigengewächse zu fördern. Und den Ansatz fand ich schon mal spannend. Also FIFA ist für mich so ein Spiel, das habe ich früher gerne auch hobbymäßig gespielt. Das war für mich nicht der Grund, wirklich dann selber zuzugucken. Das ist einfach nicht so das Spiel, was mich dahingehend so reizen würde, dass ich da zugucken würde. Aber ich fand den Ansatz auf jeden Fall sehr lobenswert, dass man nicht sagt, ja, wir sind jetzt hier der dicke Bundesligist, wir stecken da Kohle rein, aber wirklich viel Persönlichkeit hat das nicht. Und in der Bubble muss man sagen, war es schon geteilt. Also es ist eine gemischte Reaktion, so wie es jetzt auch bei League of Legends ist. Vielleicht noch ein bisschen positiver, weil FIFA ein Spiel ist, was mehr die Breite anspricht der Gesellschaft, weil es nun mal Thema Fußball ist. Darauf können sich ja die meisten Fußballfans dann immer noch einigen, auch weil sie das Spiel selber, auch wenn nur bei irgendwelchen alkoholisierten Partyabenden, auch mal gezockt haben. Bei League of Legends ist das schon ein bisschen anders, ne? Also zum einen muss man sagen, dass dieses Spiel mit seiner ganzen Fantasy Ästhetik und Geschichte und so weiter nicht alle anspricht. Es mögen ja auch nicht alle Herr der Ringe. Für manche ist das halt irgendwie Fantasy-Quatsch. Dasselbe gilt dann für League of Legends eben auch. Es ist ein Spielmodus, den viele vorher nicht gekannt haben, mit diesem MOBA-Genre. Also der Bezug ist ein ganz anderer. Die Leute, die League of Legends schon gespielt haben oder generell einfach dem Thema Gaming sehr offen gegenüberstehen, die haben das, glaube ich, begrüßt. Und die, die mit diesem Spiel nichts anfangen können, haben sich schon gefragt, was machen die denn da? Also stecken die denn jetzt da Geld rein? Und Hertha hat bislang, ich glaube, zu dem Punkt kommen wir noch ausführlicher, auch nicht so viel getan dafür, dass die Akzeptanz dahingehend auch wächst. Okay. Du hast gerade schon gesagt, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du der Allgemeinheit natürlich Fußball nahe bringen willst, virtuell. Und da auch nochmal dann, kommen wir auch nachher nochmal zu Patrick, 2 gegen 2 oder 11 gegen 11. Auch da gibt es nochmal einen großen Unterschied. Oder ob du jetzt sagst, Counter-Strike, ja, Counter-Strike ist immer erstmal Waffen, die Leute sehen aus der Allgemeinheit, ohne dann halt den taktischen Hintergrund zu sehen. League of Legends ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen komplizierter aufgrund von sehr, sehr gesplittetem Spiel, 3 Lanes und so weiter und so fort. Was sind die eigenen Positionen, die dann Spieler haben? Und es ist schon komisch, dass sich Fußball aber trotzdem dann auch sehr schwer durchsetzen kann, ja, also als E-Sport-Art, obwohl es so leicht verständlich ist, ja, man muss ja wirklich nur adaptieren, es gibt kein drittes Tor, es gibt keine vierte Mannschaft irgendwie auf dem Spielfeld. Patrick, wie sieht es denn bei dir aus als, oder kannst du uns vielleicht erstmal einen Überblick geben, was macht Köln denn derzeit so im E-Sport, wie kam das damals bei dir an, wie kommt es generell beim Endverbraucher an? Naja, sagen wir mal so, also Köln hat ja durchaus eine große Aufmerksamkeit damals gehabt, als man sich an SK Gaming beteiligt hat. Ja, das ist ja eine der größten E-Sport-Organisationen oder professionellsten E-Sport-Organisationen, die es halt in Deutschland halt gibt. Und dadurch gab das natürlich sofort schon mal ein anderes Einstiegslevel. Ja, hat auch, glaube ich, für Kontroverse in der Fanszene halt gesorgt. Und ich glaube, der FC macht ja eine ganze Menge in dem Bereich E-Sport, versucht auch die Verbindung zwischen den Spielern und der E-Sport-Abteilung ein Stück weit hinzubekommen. Also ne, neulich gab es irgendwie eine Möglichkeit, dass du ein Trikot, was Salih Özcan beim Aufwärmen getragen hat, ja, ein E-Sport-Trikot, dass du das halt im Stream gewinnen konntest bei den E-Sportlern und so weiter und so fort. Sie versuchen schon, diese beiden Welten miteinander zu verbinden, und du nimmst das als Fan auch wahr.
Also wenn du FC-Fan bist, dann hast du halt auch den Newsletter, dann kriegst du auch den E-Sport-Newsletter und so weiter und so fort. Also du bekommst es mit. Und ich glaube aber trotzdem, dass das, was Marc auch sagt, dass das natürlich total richtig ist. Es gibt halt in der breiten Szene der Fans ganz, ganz viele Menschen, die einfach überhaupt nichts mit dem Begriff E-Sport schon anfangen können. Ne? Das ist ja ein Klammerbegriff wie Sport. Ja, und im Sport wissen wir, wie viele unterschiedliche Disziplinen es darunter gibt und auch wie unterschiedlich Schach, Darts und Handball und Fußball und Volleyball sein können. Auch schon von ihren Anforderungen oder von dem, was da passiert und so weiter und so fort. Und die E-Sport-Landkarte, die der ESBD rausgibt oder ne, auch häufig bei Vorträgen hat, ist eine riesen Landkarte. Und in dieser riesen Landkarte gibt es einen ganz, ganz kleinen Abschnitt. Das sind die virtuellen Sportsimulationen. Und da sagt der DOSB ja, okay, das können wir irgendwie mitgehen und da sind wir auch irgendwie mit dabei. Und das sorgt aber auch dafür, dass natürlich auch bei den Vereinen eine ganz große Unsicherheit, ne, auch da ist. Was ist denn jetzt guter E-Sport? Was ist schlechter E-Sport? Wo dürfen wir irgendwie ran? Wo dürfen wir nicht ran? So, und für den Fan ist es dann, der dann noch weiter weg ist, ja, und der vielleicht keinen eigenen Bezug dazu hat, ist es halt noch viel schwerer zu verstehen. So, und du hast halt eben die Frage gestellt, warum tut sich der Fußball so unglaublich schwer? Haben wir unsere ganz eigene These. Ich weiß nicht, ob die zulässig ist, aber ich sage immer, Fußball ist halt ein Mannschaftssport. Und das, was halt im FIFA gezeigt wird, ne, ist halt kein Mannschaftssport, sondern es ist halt einer, der gut ist und der auch, ne, wirklich, wirklich tolle Leistung bringt. Aber es ist halt eben nicht dieses Gefühl von Fußball. Ja, wir sind ein Team, wir... Die Zusammengehörigkeit fehlt da. Die Zusammengehörigkeit, das alles fehlt. Das ist halt, wenn du 11 gegen 11 spielst, komplett anders. Und du schlüpfst eben auch, wie bei League of Legends und andere, in deinen eigenen Charakter. Ja, und eben nicht, ne, übernimmst jetzt nicht den Havertz oder den Werner oder den Modest und steuerst den, sondern du steuerst dich, weil du deinen eigenen Charakter baust. Und damit hast du auch eine ganz andere Identifikation auch für dich selbst, ne, dabei. Hm. Und ich glaube, da, das ist auch so eine These, mit denen ich auch auf die Vereine zum Teil zugehe, ich glaube halt, dass du Fans die Möglichkeit geben kannst, auch für den Verein auf dem virtuellen Rasen anzutreten und dass das eine ganz andere Emotion und Bindung halt geben würde. Wir haben das letztes Jahr im Oktober gehabt, ich hoffe, ich darf das kurz ausführen. Ne? Wir Gerne. Haben bei Leverkusen die Möglichkeit gegeben, an einem Turnier bei uns mitzuspielen, bei einem Turnier mitzuspielen. Die haben gesagt, ja, finden sie cool und haben das tatsächlich in der Fanszene ausgeschrieben. Und dann haben sie einen Team-Captain gesucht, das war der Berbo, ich glaube, der ist auch im Chat mit dabei und Berbo, es geht seit 25 Jahren, ne, zu Bayern 04 ins Stadion. Ja, ist Leverkusener auch schon echt eine Persönlichkeit, ja, sitzt tätowiert auf der Bühne, ne, als wir dann eine Showveranstaltung gemacht haben und erzählt dann, mit wie viel Stolz er Bayern 04 Leverkusen auf den virtuellen Rasen geführt hat. Ja. Also ich glaube, Berbo kann es ja vielleicht sagen, also ne, ich glaube, der hatte auch Tränen in den Augen in dem Moment, ja, weil es ihn einfach unglaublich viel bedeutet hat. Und ich glaube, da lassen die Vereine zum Teil noch ein bisschen was liegen, weil du kannst auch im E-Football, kannst du diese emotionalen Geschichten schreiben. Aber du sagst dann, ja, quasi dann bei diesen One-on-One-Geschichten ist es eher klinisch gegebenenfalls, ja, ein bisschen abstrakter auch für die Leute, die zuschauen, und dieser 11-gegen-11-Modus in diesem Fall wäre halt was, wo man sagt, das können die Leute adaptieren. Das verstehen sie dann noch eher und du kannst dann halt Persönlichkeiten aufbauen. Absolut. Okay. Wenn wir einmal kurz schauen auf die Hintergründe Fußballvereine und E-Sport. Ich habe jetzt natürlich nicht die komplette Historie im Kopf, aber wenn wir daran denken, 2015 VfL Wolfsburg als mit eigener E-Sport-Abteilung, dann Werder Bremen natürlich als eines der Aushängeschilder, wo ja auch Dr. Erhano spielt oder gespielt hat, der jetzt Kicker-Experte ist. Dann hast du den FC Barcelona, der ein eigenes Rocket League Team baut. Du hast Ajax Amsterdam, die eine eigene Gaming Academy und Nachwuchs-App haben. Mit Nachwuchsturnieren und so weiter und so fort. Schalke, ein ganz, ganz großes Thema, ja, seit 2016. Große Ambitionen in League of Legends, du hast es gerade schon gesagt, ist natürlich nochmal ein Spiel, das komplexer ist. Haben dann aber ihren Slot verkaufen müssen, als sie abgestiegen sind. Ja, haben das Ganze dann verkauft für 26,5 Millionen. Wenn wir aber auch außerhalb von Deutschland schauen, Galatasaray,
Beşiktaş, Fenerbahçe, alle mit League of Legends Teams. West Ham United, die als eines der ersten Teams tatsächlich im englischen Fußball auch mit E-Sport daherkam. Liverpool mit eigenem kleinen Team, zumindest in FIFA seit 2019. Die Anfänge wurden ja, ich sag mal, in den 10er Jahren jetzt gemacht. Die nächsten Schritte müssen folgen. Wo seht ihr denn jetzt gerade das größte Verbesserungspotenzial, wenn es darum geht, FIFA und jetzt wirklich nur FIFA als E-Sport bei den Vereinen unterzubekommen? Also was ist so der nächste Schritt, den Fußballvereine tun müssten? Ist es so, dass sie sich noch mehr oder dass der E-Sport noch mehr eine Symbiose eingehen muss mit dem realen Sport? Oder ist es eher so, dass vielleicht mehr Geld fließen muss von Veranstaltungsseiten aus, so dass es halt auch noch mehr Relevanz bekommt? Was sind so die nächsten Schritte, die man gehen muss, wenn man seit 2015 dabei ist? Vielleicht kann Patrick dazu zuerst was sagen. Wo siehst du das größte Verbesserungspotenzial oder das höchste Verbesserungspotenzial? Also ich glaube, wir müssen differenzieren. Wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich die Profisportvereine, ja, und wir haben den Breitensport. Und ne, ich glaube, wenn es um den Breitensport geht, dann braucht es erstmal eine gewisse Rechtssicherheit. Dann muss ich nämlich eben die Möglichkeit haben, eine E-Sport-Abteilung aufzubauen, ne, auch im 11 gegen 11, ohne dass ich die Sorge haben muss, dass die Gemeinnützigkeit meines Vereins verloren geht. Mhm. Das ist so die eine Perspektive. Ne? Hat auch der Gregor von Alemannia Aachen hat es gerade im Chat geschrieben. Ne? Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Die haben das bei Aachen, haben es gut geregelt. Ne? Aber da muss man eben jemanden haben, der auch mutig ist, ne? sich mit den Finanzämtern auseinandersetzt und versuchen muss, das dann entsprechend so ein Stück weit zu regeln. Ja, du kurz, wenn ich da kurz bei der Gemeinnützigkeit würde ich kurz gerne einhaken. Das war Leipzig, war es, glaube ich, die nach 3 Jahren jetzt ihre Gemeinnützigkeit da verloren haben als Verein. Und dann heißt es natürlich auch, was sind die Nachteile, wenn du keine Gemeinnützigkeit mehr hast? Ja? Die Nachteile sind als kleiner Nachteil natürlich, Spenden können nicht mehr abgesetzt werden. Für Spender natürlich trotzdem ein großes Thema. Aber du kannst natürlich auch so keine Fördertöpfe mehr abgreifen. Ja? Also die Subventionierung des Themas in Vereinen, gerade bei kleineren Vereinen, ist halt extrem schwierig. Ja? So ein Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam und Co. können sich das gegebenenfalls leisten. Aber halt kleinere Vereine, da ist dann auch nochmal, die Manpower muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Ich wollte nur kurz sagen, so Gemeinnützigkeit wird sehr, sehr oft genannt, tatsächlich, als einer der Faktoren. Aber genau, und ich glaube, bei den Profivereinen ist es halt tatsächlich so, dass du natürlich die Frage stellen musst, was ist halt deine Strategie in dem Bereich? Ja, willst du ein Professional-Team aufbauen oder willst du im Zweifel sogar deine ganzen Fans in Communities, ne, gegeneinander spielen lassen und vielleicht das eben auch, auch nutzen, dass du ein Talentscouting machst über deine Fans, die spielen ja alle. Also das ist ja, das ist ja das Verrückte an der Stelle. Also zumindest ist es unsere Wahrnehmung, dass halt ganz, ganz viele Fans irgendeine Form von Game auch heute betreiben. Entweder spielen sie FIFA oder sie spielen League of Legends oder sind auch, ne, in den Personal Shooter mit dabei und. Also einen Gaming-Bezug haben, gerade was den Nachwuchs angeht, haben schon sehr, sehr viele. Und die Frage ist halt, ob du als Verein das dir leisten kannst, dass es an dir vorbeizieht oder ob du eben Strukturen schaffen musst, kannst, ja, um nicht ganz so absolut zu sein, mit denen du das dann ein Stück weit für dich auch nutzen kannst und damit eben Menschen binden kannst. Und wir sind davon überzeugt, dass du das halt tun kannst und dass du das eben mit einem Fußballengagement und mit einer Fußballmannschaft auch leichter tun kannst, um dann später dich in andere Bereiche zu entwickeln. Nehmen wir das Beispiel Aachen, ja, die sind mit Pro-Clubs sind die gestartet, haben dann irgendwann ein 1 gegen 1 Engagement gemacht und sind jetzt mittlerweile auch im Sim-Racing unterwegs. Ja? Mhm. Und das natürlich als Fußballverein oder als Sportverein, eine Sim-Racing-Abteilung, macht erstmal vielleicht wenig Sinn, aber dadurch, dass du im E-Sport ja standortunabhängig bist, kannst du das machen. Du brauchst keine Strecke vor der Haustüre und kannst trotzdem, wenn deine Fans oder deine Mitglieder dann später diesen Bedarf äußern, kannst du halt auch das Angebot machen. Hm. So kannst also geht's du Stück für Stück mit deinen Mitgliedern weiterentwickeln, neue Angebote schaffen und auch in Zukunft relevant bleiben.
Also geht es da vor allem darum, Grundstrukturen zu schaffen, um zu sagen, wir können E-Sport an unserem Standort anbieten. Wir nehmen erst einmal etwas, was vielleicht die Allgemeinheit kennt. Das heißt also, wir nehmen FIFA, versuchen uns da irgendwie aufzubauen, sei es jetzt dann wirklich über Foot, sei es aber auch über Pro-Clubs. Und dann zu sagen, wir können uns sukzessive halt aufbauen, verbessern und vielleicht auch einfach dann andere Sportarten oder andere Spiele anbieten. Das wäre so der erste logische Schritt vielleicht, um auch E-Sport dann in einem Verein zu etablieren. Also über den Fußball den Einstieg zu finden und das Ganze, ich sag mal so, in nachvollziehbaren Dosen für den Otto-Normalverbraucher anbieten zu können. Das ist unsere These, ganz, ganz klar. Du hast einen ganz großen Punkt angesprochen, den wir gleich nochmal ansprechen müssen. Ja, also Bundesliga-Vereine, wo ist der Vorteil? Wo ist aber auch der Vorteil vielleicht von kleineren Vereinen oder von Vereinen, die traditionell mittlerweile nicht mehr so groß sind? Ja, nehmen wir Braunschweig und so weiter und so fort. Was sind da die Chancen für E-Sportler? Aber ich wollte nochmal kurz zu Marc kommen. Gleiche Frage quasi an dich. Was ist denn in deinen Augen ein Punkt, den viele Vereine vielleicht auch vernachlässigen derzeit, der aber der nächste Schritt ist, um das Ganze dann etablieren zu können? Also bist du da auf Patricks und meiner Seite oder bist du jetzt in der Opposition und sagst, das muss ganz anders ablaufen, meine Freunde? Nee, ich würde da total mitgehen. Also Gemeinnützigkeit ist tatsächlich immer dieses Buzzword, was man irgendwie in dem Zusammenhang hört. Und ich glaube, ein riesiger Punkt ist eine nachhaltige Kommunikationsstrategie. Also du musst den Leuten das Thema auch präsent halten im Kopf. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf Hertha blicke, war das am Anfang, hat man da schon Betrieb gemacht auf Social Media und so weiter, als es mit FIFA losging. Man hatte mit Ellie Geller ja auch eine sehr, ich sag mal, spektakuläre Figur irgendwie für sich erstmal gefunden, weil der über Twitch und YouTube auch massiven Erfolg hatte. Solchen einen Erfolg, muss man ja sagen, dass er sich dann ja von dem E-Sport-Gedanken getrennt hat und mittlerweile ja hauptberuflich, glaube ich, Streamer und YouTuber ist, aber mehr in diese Unterhaltungsbranche gegangen ist. Und dann ging das natürlich auch mit Hertha nicht mehr wirklich einher und ja, auch mit diesem Leistungsgedanken des E-Sports. Aber solche Figuren brauchst du ein Stück weit. So wie der Fußball, ja auch von Spielern, man muss das nicht mögen, aber von Spielern wie Neymar und so weiter lebt. Ne? Und heutzutage Social Media und so weiter einfach eine riesige Rolle in Sportarten spielen, darf auch deine E-Sport-Abteilung nicht allzu farblos sein und du musst immer wieder Symbiosen, glaube ich, auch schaffen mit dem Team. Also du musst daran erinnern, ey Leute, heute, das ist voll das wichtige Spiel, deswegen machen wir da mal auf unserem Haupt-Twitter-Account des Fußballvereins vielleicht auch Werbung. Man muss aufpassen, das ist, glaube ich, ein Balanceakt, weil man die auch nicht, die Leute, die es jetzt nicht sonderlich mögen oder denen das jetzt gleichgültig ist, die darf man jetzt auch nicht allzu sehr nerven, weil dann müsste Hertha jetzt auch jedes Mal großes Trara machen, wenn die Kegelabteilung oder die Tischtennisabteilung irgendwelche wichtigen Spiele vor sich hat. Und ich glaube, es ist ein Balanceakt. Dennoch sehe ich da in der Kommunikation, in der Werbung, in der Herausbilden von Social-Media-Persönlichkeiten immer noch Potenziale. Wird ein Thema sein, das wir nachher auch noch unbedingt besprechen müssen. Also wie weit kann man so ein Thema auch aufdrücken? Ja, wie weit kann man dem Alltagsfußballfan, sage ich jetzt mal, das Thema zumuten, ohne dass er zu laut schreit? Ja, und wir als E-Sport-affine Leute sind natürlich so, ey, einfach rein. So einfach fressen lassen, einfach das Thema bis. So, genau, einfach machen. Ich glaube, dass man dann natürlich dann ein bisschen abstrahieren muss und auch sagt, okay, bis hier geht's, dann wird's nervig, gefährlich oder wie immer dann man das auch sagen will. Der Unfollow-Button ist ja sehr schnell gedrückt, muss man an der Stelle sagen. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal ganz kurz mitteilen, der Follow-Button sollte an der Stelle sehr schnell gedrückt sein, weil wenn wir 20 Follower generieren über diesen Stream, werden wir 2 Headsets verlosen. Deswegen, wer noch nicht folgt, sehr, sehr gerne bei Kicker ein Follow dalassen, würde mich sehr, sehr freuen. Ich möchte einmal ganz kurz mitteilen, dass wir uns Gedanken gemacht haben. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, welche Ausprägungen gibt es eigentlich derzeit beim E-Sport und bei Vereinen. Wird jetzt ein kurzer Monolog von mir, aber dann haben wir erstmal eine Basis geschaffen und danach können wir dann über die einzelnen Ausprägungen vielleicht reden. Es gibt in unseren Augen den Fußball-Leidenschaftler. Ja? Das heißt also E-Sport ja, aber ein bisschen getrennt vom eigentlichen grünen Rasen der Realität. Beides koexistiert. Manche von diesen Vereinen, die das so vollziehen, haben dann internationale Ansprüche. Andere, wie der BVB, sind
beispielsweise eher auf Unterhaltung aus. Ja, Unterhaltung, E-Sport, eine Fanbase aufbauen. Auch großes Thema, worüber wir gleich noch reden müssen, sind natürlich Mitgliederzahlen von Vereinen, die halt aufgrund von Altersstrukturen stagnieren, rückläufig sind stellenweise. Dann gibt es sowas wie den Gelegenheitsspieler. Das heißt quasi im Verein gilt E-Sport, naja, und es gibt im Prinzip Zusammenarbeiten mit E-Sportlern zu Turnieren. Das ist oftmals in England so. Das heißt, wenn die E-Premier League läuft und stattfindet, dann findet man im Prinzip Namenspaten für Spieler. Ja, dann kommt Spieler XY, sagt zum Verein YZ, hey, wie wäre es, wenn wir quasi auftreten bei der E-Premier League und was machen? Ist natürlich auch ein bisschen unsexy, aber ist eine Option, die man hat. Dann gibt es den E-Sport-Romantiker. Das sind Fußballvereine, die zwar sehen, dass E-Sport relevant ist, aber FIFA eher eine untergeordnete Rolle spielt im E-Sport. Das hat damit zu tun, dass es natürlich auch um Preisgelder geht. Ja, und man kann natürlich einem Boss eher vermitteln, hey, wenn wir da gewinnen, kriegen wir 2 Millionen, als wenn wir da am Wochenende gewinnen, kriegen wir 250 Euro und einen Kasten Bier. So. Das heißt, diese Teams haben dann eher League of Legends Teams oder Rocket League Teams und die Titel für sich entdeckt. Siehe Schalke, ja, die ihren LEC-Platz damals an die E-Sport-Organisation BDS verkauft haben für 26,5 Millionen Euro, nachdem sie in der Realität nicht mehr so erfolgreich waren wie zuvor. Andere Beispiele sind Eintracht Frankfurt oder FC Barcelona. Dann gibt es noch den Partner. Das sind Fußballvereine, die sich quasi in existierende Teams einkaufen und so dann problemlos in den E-Sport einsteigen können. Beispiele, ich hoffe, sie sind richtig, wären jetzt in meinem Fall Monaco, Mailand, Atletico, Heidenheim oder aber auch Köln, zumindest zu Beginn. Und es gibt natürlich, und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, es gibt den asiatischen Markt und der ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Der asiatische und auch der amerikanische Markt vielleicht sogar noch. E-Sport und Asien gehören zusammen. E-Sport und die USA gehören auch zusammen. Und gerade in China und Südkorea ist das Ganze halt kulturell bedingt auch viel verwurzelter. Und Vereine wie PSG beispielsweise versuchen so eben über Kooperationen an Reichweite zu gewinnen und an neue Fans quasi zu generieren. Manchester City versucht Ähnliches mit FIFA Online im asiatischen Raum. Wolverhampton ist auf dem chinesischen Markt mit Mobile Games sehr, sehr aktiv. Das sind so jetzt mal die, ich glaube es sind 5, vielleicht sind 6, unterschiedlichen Herangehensweisen. Ja? Und da kann man natürlich bei vielen diskutieren, wo sind die Pros, wo sind die Kontras. Ich glaube, für mich als jemand, der E-Sport liebt, ist die sexieste Weise natürlich, man macht es mit dem Herzen. Man sagt, okay, wir wollen etwas aufbauen, wir bauen es organisch auf, wir bauen es mit den Fans auf und wir holen uns professionelle Hilfe. Deswegen ja beispielsweise auch Patrick hier im Talk dabei. Wie seht ihr das? Gibt es einen Verein in euren Augen, und das kann jetzt sehr, sehr objektiv sein, subjektiv sein für euch natürlich, der den E-Sport in euren Augen gerade lebt, der das sehr, sehr gut macht und wo ihr sagt, die sollten eigentlich als Vorbild gelten für einen Weg, so kann man E-Sport vernünftig in den Verein begleiten. Patrick, vielleicht magst du anfangen. Also es ist, ich muss gerade überlegen, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, die das in der dritten und vierten Liga heute für sich nutzen und tatsächlich einfach verstanden haben, dass das eine Chance ist, dass ich im Zweifel auch wieder gegen große Namen spielen kann. Ja, also wir haben zum Beispiel bei uns auch Spiele, wo dann Rot-Weiß Aalen ja, gegen Bayern für Leverkusen dann spielt oder St. Pauli dann gegen Alemannia Aachen und so weiter. Das in einem regelmäßigen Spielbetrieb. Das ist natürlich auch für die Fans durchaus nochmal attraktiv, auch wenn es der E-Sport ist, aber ne, das hat eine Connection und da fangen die Leute an, drüber nachzudenken. Ja. Ja, der SC Verl als Drittligist, ich habe das eben auch schon mal kurz erwähnt, die sind tatsächlich in der dritten Liga sportlich ja gerade eher so ein bisschen schwieriger unterwegs, da gibt es nicht so viele Erfolge zu feiern und im E-Football werden die wahrscheinlich, wenn nicht mehr so viel schief geht, werden die in einem Monat Meister und haben wieder was zu feiern und auch was Großes zu feiern. Und da gehen schon auch Leute mit. Das heißt, es gibt Modelle, ich bin mir aber nicht sicher und deswegen zögere ich so ein kleines bisschen, gibt es für mich diesen Modellverein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Vereine Rückhalt oder auch diese Mannschaften wirklich den Rückhalt des Vereins jeweils vollständig haben. Ja.
Also die sind, ne, natürlich wissen die Vereine davon und, aber ich weiß halt nicht, wie gut etabliert die jeweils sind. Ja, und welche Integration da ist und. Mhm. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen schwierig, auch bei Bayern und Leverkusen, ja, die machen jetzt ein 11-gegen-11-Team, aber ich weiß halt nicht, wie stark das jetzt strategisch ist oder ob das, ne, eben an der Stelle ein Ausprobieren ist. Und ich glaube, Ausprobieren schadet nicht, mhm. Ja, aber natürlich ist es in Summe, wäre es gut, wenn du halt auch entsprechende Integration in lange Sicht hast. Ich glaube, wenn du auf die Ebene des 1-gegen-1 gehst, kannst du nach Bremen gucken, ja, da kannst du nach Heidenheim runtergucken, also da gibt es ja auch ganz viele gute Beispiele, du kannst nach Köln gucken, du kannst auf viele gucken, ne, die da tatsächlich sich sehr, sehr gut aufstellen und glaube ich auch professionell das entsprechend betreiben, aber auch da ist ja die Frage, wie erfolgreich, ne, oder was ist für dich Erfolg in dem Sinne? Ja, was, ja klar, natürlich. Ja, Borussia Dortmund hat, glaube ich, ein sehr erfolgreiches Twitch-Engagement, ja, mit dem E-Football und die grenzen das ja auch vom Wording sehr, sehr stark ab. Die sagen, wir machen keine E-Sports, wir machen E-Football. Mhm. Ich glaube, jeder Verein hat heute noch eine etwas individuelle Strategie und wer das jetzt für sich als Erfolg werten kann, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ja, ich glaube halt, dass es dann, du hast ja gesagt, dass der jeweilige Anspruch ist extrem wichtig. Ja, welchen Anspruch habe ich an mich selbst oder an das, was wir machen? Und es ist, glaube ich, auch eine Sache, die der Verein dann wirklich unterstützen muss, weil du ja auch gesagt hast, du weißt oftmals nicht, inwieweit sind die E-Sport-Abteilungen denn im Verein verwurzelt und wie schnell ist so eine E-Sport-Abteilung dann auch vielleicht mal raus. Ja? League of Legends bei Schalke, Braunschweig und FIFA, so gerade bei so kostspieligeren, ich sag jetzt mal, Experimenten wie einem Ultimate Team, ja, ist das Ganze natürlich dann auch eine Kostenfrage. Wenn du halt Fans integrierst und das da laufen lässt, ist es halt auch nochmal eine etwas, ich sag mal, es sind weniger Initialkosten, die da gegebenenfalls auf dich zukommen, sondern vor allem viel Arbeit. Absolut. Also ne, Gregor von Aachen schreibt gerade im Chat, ne, die haben 175 Mitglieder in der Abteilung. Ja, also da scheint es tatsächlich auch schon so, ne, entsprechend fest etabliert zu sein. Also ich glaube auch, und das ist so meine Wahrnehmung aus den Gesprächen mit dem Verein, dass die es halt ernsthaft betreiben, auch wirklich Mitgliederzuwachs dadurch verzeichnen können. Ja, so. Mhm. Aber das sind halt Punkte. Ja. Genau, aber zu Mitgliedern werden wir gleich eh noch mal kommen, weil die Mitgliederfrage ist natürlich eine ganz, 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 ganz besondere tatsächlich. Marc, im Prinzip dann die gleiche Frage auch an dich. Gibt es einen Verein, der das in deinen Augen so macht, dass du es dir vielleicht für Hertha wünschst? Oder ist Hertha vielleicht der Verein, der es so macht, wo du sagst, guck doch mal bitte auf die alte Dame hier, guck doch mal in die Hauptstadt? Also ich muss sagen, ich habe in keinem anderen Verein dahingehend so einen Einblick wie bei Hertha, wenn ich mich dahingehend am meisten mit beschäftigt habe. Aber du hast ja beispielsweise auch Ajax Amsterdam genannt. Ich mag diesen Akademieansatz sehr, weil der etwas sehr Nachhaltiges hat, etwas sehr eng an den Verein gebundenes, etwas, das mit dem Verein wachsen kann. Wenn man da mal am Anfang trotzdem vielleicht ein, zwei größere Schritte geht mit gewissen Spielern, einfach nur um so ein Anfangsstatement zu setzen und schon mit dabei sein zu können und dann mit der Akademie quasi nacharbeitet und versucht, diesen Standard zu halten, finde ich, ist es ein sehr legitimer Ansatz, ein Ansatz, der, glaube ich, auch dem Fußball am nächsten kommt. Denn im Fußball haben ja auch Vereine erkannt, dass es ohne Jugendakademien gar nicht mehr geht heutzutage. Du musst da voll dabei sein, um im internationalen Fußball mithalten zu können, weil sonst kann das kein Team in dem Sinne bezahlen. Und Fußballfans mögen ihre Eingewächse sehr. Da schwingt immer sehr viel Identifikation mit, da schwingt immer, ne, so eine Verbundenheit mit. Da wird eher was verziehen, da gehen die Trikotverkäufe hoch, da wird es emotionaler, auch wenn die Leute gehen. Mhm. Und all das kann man am ehesten, glaube ich, simulieren oder nachbauen, wenn man diesen Akademiegedanken auch im E-Sport pflegt. Sehe ich tatsächlich ähnlich, ist aber natürlich auch immer dann eine Sache der Investition für den Verein. Ne? Also ich glaube, das ist halt wirklich so ein Buzzword, das wir heute wahrscheinlich noch ein, zweimal sagen werden. Investition und Zeitinvestition vor allem auch. Ich bin ja studierter BWLer, ja, und da lernst du ja immer, ohne Invest gibt es keinen Return. Also so. Das heißt, also auch an der Stelle musst du einfach sagen, manchmal musst du im Zweifel auch die ersten Schritte gehen und ja. Die müssen ja gar nicht so hoch sein. Also die müssen nicht so, also ne, das sind ja keine, also du kannst es halt auch ein bisschen niedrigschwelliger gestalten, aber ich glaube, du musst halt für dich
den Invest im Zweifel auch auf der Kopfebene gehen, dass du halt sagst, ich will in dieses Thema rein. Also ich will die Aufmerksamkeit, die Attention da entsprechend reinbringen. Und ich habe einen Plan, wo das hingehen soll und was ich damit erreichen will. Und es gibt ja auch noch Beispiele, wo du sagen kannst, hier ist hier ist quasi der Beweis, dass es funktionieren kann, wenn man bestimmte richtige Schalter drückt. Ja, wenn man auf Emotionen geht, wenn man versucht, eben auch die richtigen Schalter umzulegen. Wenn wir von der Fanbase reden, die ein Fußballverein hat, der ja oftmals dann, oder Fan sein wird ja oftmals auch vererbt. Ja, wenn Opa zu einem Verein ging, dann geht vielleicht auch der Papa zum Verein, und wenn man vom Papa mitgenommen wird, dann geht man da vielleicht auch noch hin. Ich sag mal so, wer aus Nordrhein-Westfalen kommt, der weiß wahrscheinlich, da gibt es sehr, sehr viele Fußballvereine und oftmals ist es stadtbeschränkt, wen man jetzt mag und wen nicht. Auch Gruß an den 1. FC Köln an dieser Stelle. Aber wie kann es sein, dass man, wenn man Köln-Fan ist, wenn man Hertha-Fan ist und so weiter und so fort, was für Probleme hat man eigentlich damit, wenn E-Sport auf einmal bei seinem Verein stattfindet? Also ihr kriegt dann auch die Bubbles mit bei euch. Wenn es heißt, wir investieren in E-Sport, wir machen was mit E-Sport, dann hört man ja oft höhnische Kommentare, die Kinder sollen lieber rausgehen, was sollen mal Schwerter aus Holz basteln, warum gehen sie nicht in den Wald spielen und so weiter und so fort. E-Sport wird da immer so ein bisschen nochmal angeschaut, als würde man nichts tun. Ja, das ist ja kein Sport, ist ein oftmals genannter Tonus. Was glaubt ihr, wieso hat man da überhaupt Probleme, sowas zu etablieren? Also wo ist die Angst von der Opposition in diesem Fall? Patrick, was hörst du an Ängsten raus bei den Leuten? Und dann vielleicht noch der Punkt, ich glaube, und das hatten wir ja auch im Vorgespräch gesagt, man muss wahrscheinlich die Ängste und Sorgen verteilen auf die Ängste und Sorgen hat der Verein. Und die Ängste und Sorgen haben eigentlich die Fans. Aber jetzt mal explizit bei den Fans. Was siehst du da? Ist es wirklich dieses, das Geld muss in die Bratwurstbude statt in den E-Sport? So, oder wo liegt's? Also ich glaube, du hast gerade ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Ja, ja. Also die Angst vor dem E-Sport, ich glaube, die ist auf mehreren Ebenen da. Geld ist häufig, auch bei Sponsoren, nicht immer unendlich viel da. Das heißt also, wenn ich ein Konkurrenzangebot halt schaffe mit dem E-Sport, dann kann es im Zweifel auch passieren, dass Gelder rübergeschoben werden, weil E-Sport eben auch ein paar Vorteile gegenüber dem echten Sport hat, weil er standortunabhängig funktionieren kann, weil er eben international anders aufgestellt werden kann und. Das heißt also, theoretisch könntest du viel mehr Reichweite auch möglicherweise bekommen, als du das mit deinem, ich gehe ins Stadion und habe da halt eben auch eine entsprechende Restriktion, was die Plätze angeht, dann erreichen könntest. Ich glaube, das ist so eine Perspektive. Das Thema Bewegung und Nachwuchs erlebe ich auch immer wieder. Mein Sohn ist jetzt, wird nächste Woche 10. Ja, natürlich ist es so, dass ich den auch mit an die Konsole halt hole. Und wenn wir, der hat Lust daran, Pro Clubs zu spielen, weil für ihn aber auch Fußball, der konsumiert, also der war mit mir einmal im Stadion, Pandemie bedingt jetzt ansonsten lange nicht. Ja, so, und der konsumiert ansonsten Fußball im Fernsehen. Ja. Ob da aber jetzt an der Konsole gezockt wird oder ob der echte Fußball gezockt wird, der Unterschied ist für ihn als Zuschauer in dieser Perspektive kaum gegeben. Ja, genau. Und er findet das im Gegensatz dazu, findet das mega cool, wenn er auf einmal Papa auf dem Fernseher sieht, wie der dann eben mit seinem Bauer hinten auf dem Rücken und so weiter dann da unterwegs ist. Und ich habe FIFA auch im Karrieremodus mal gespielt, habe dann mal beim FC gespielt, weil natürlich das auch so eine Traumvision ist. Was wäre denn, wenn ich mal irgendwann für den FC auf dem virtuellen Rasen stehen könnte? Ja, und dann habe ich halt da zwei Tore gemacht und der ist später zu Oma und Opa gefahren und hat gesagt, der Papa hat heute im Rhein-Energie-Stadion Tore gemacht und wollte dann ein FC-Trikot mit meinem Schriftzug und der 13 hinten drauf, das war die Rückennummer, dann kaufen. Hat er gekriegt? Natürlich hat er es gekriegt, ja, weil ich will ja auch, dass er über den E-Sport und über diese Erlebnisse auch an den Fußball rankommt, weil ich will ja, wenn wir über E-Sport reden, dann ist es ja nicht so, dass wir sagen, das soll den Fußball ersetzen, sondern das soll eben eigentlich das Fußballangebot digital verlängern. Ja? Mhm. Und einfach zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Und wer mich jetzt halt sieht, ich habe halt durchaus ein bisschen was ich auf die Waage legen kann. Auf einem echten Fußballplatz hätte ich gerade echt Herausforderungen mitzuhalten. Auf einem virtuellen Fußballplatz kann ich mit dabei sein. Und trotzdem überlege ich mir, um auch gutes Vorbild zu sein, wie ich halt Bewegung und das Zocken irgendwie miteinander in Verbindung bringen kann.
letztes Jahr im Dezember im Charity-Event, wo auch viele Traditionsvereine mit ihren Mannschaften gegen uns gespielt haben. Und dann haben wir uns einfach mal für 2-3 Spiele auf ein Fahrrad gesetzt und haben halt gezockt. Ja. Und haben halt dabei getrampelt. Und es war interessant. Ich habe nicht mehr gemerkt, dass ich Fahrrad gefahren bin, weil ich mich so in das Spiel aufs Spiel konzentriert habe, dass ich, als ich als Stürmer aufs Tor zugelaufen bin, einfach schneller geradelt bin. Und ich glaube, solche Dinge kannst du halt machen. Und dann kannst du auch die Vorurteile, die da sind, nach und nach abbauen. Aber es sind so unfassbar viele Vorurteile da, dass es einfach Aufklärung braucht. Ich glaube, da ist es auch schön, diese Symbiosen oder vielleicht auch eine Symbiose einzugehen mit, wir bringen die Kids zuerst auf ein 11 gegen 11 oder 5 gegen 5 auf einen realen Platz und danach dürfen sie in FIFA nochmal spielen. Vielleicht die Teams durchmischen und dann gucken wir mal, wer am Ende bei der Fußball-Olympiade gewinnt. Ja, also quasi wirklich zu sagen, das ist einfach nur ein Teil dieser gesamten Anschauung von Fußball als allgemeines Ding. Ja, also nicht zu sagen, wir trennen restriktiv realen Fußball von virtuellem Fußball, sondern zu sagen, wie kriegt man das gegebenenfalls hin, dass beides eine Synergie ergibt, ja, dass das eine vom anderen auch ein bisschen profitieren kann. Weil, muss man auch ganz klar sagen, und da geht gleich auch die Frage dann nochmal an Marc, E-Sport ist in aller Munde, E-Sport ist ein extremer Wachstumsbereich. Ja, wenn man sich den FC Bayern anschaut als Beispiel, die haben aktuell 290.000 Mitglieder. Ja, in den letzten 4 Jahren hat sich nicht mehr so viel getan, es stagniert eher, aber sind halt der Verein mit den meisten aktiven Mitgliedern auf der Welt derzeit. Bei E-Sport und Co., ja, Twitch, YouTube, die Zuschauerzahlen explodieren. Wir sehen es jetzt gerade, jetzt gerade hatten wir 5.500 Zuschauer bei unserem kleinen Talk. E-Sport bringt eine Sache mit, nämlich Aufmerksamkeit auch auf Twitch, auch auf YouTube, gerade in jüngeren Zielgruppen. Der durchschnittliche Fußballgänger oder Fußballfan ist, und das war eine Statistik, die ich heute Mittag raufgerufen hatte, 42 Jahre alt, zumindest in der Premier League. Beim E-Sport ist es um die 25. Ja, also da ist quasi der Nachwuchs, da sind die Leute, die man ja eigentlich haben will. Und du hast es gerade so schön gesagt, also wenn du dann den Sohn mitnimmst, pandemiebedingt konnte ich meinen auch erst das letzte Mal vor 2 Jahren nach Anfield mitnehmen. Aber der fragt halt auch häufig so, ja, wann können wir dann nochmal hin? Und ich bin so, ja, bald so, weil wenn du dann einmal im Stadion bist, so, dann hast du diese Emotionen geweckt. Und jetzt gerade ist es so, ja, wir spielen FIFA an der Konsole und dann, ja, wo spielen wir? Ja, Anfield. So, das ist das Stadion, wo wir halt spielen wollen. Die gleiche Frage von vorhin nochmal an dich, Marc, vielleicht. Mhm. Wenn wir darüber reden, das sind die Probleme, die Fans damit haben, ja, dass sich ein Verein engagiert. Was sind da deine Erfahrungswerte? Bei dem einen kann ich gleich an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast bezüglich des Altersunterschieds zwischen dem durchschnittlichen Zuschauer in der Premier League und im E-Football oder im E-Sport. Es ist ein Generationsding. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Das ist so ein harter Fakt quasi, den man kaum beeinflussen kann. Es ist eine Generationsfrage. Heutzutage wissen wir, dass der durchschnittliche Mensch deutlich früher und deutlich öfter mit Videospielen in Berührung kommt, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Komme ich damit früh in Berührung, fange ich früh an selber zu zocken, wächst automatisch meine Akzeptanz gegenüber diesem Medium. So. Also dass ein Uli Hoeneß beispielsweise, der lange federführend beim FC Bayern war und dementsprechend auch ein Hauptgrund dafür ist, dass der FC Bayern da so hinterherhinkt, was E-Sport angeht, weil er sagte, unter meiner Leitung wird es das nicht geben, mit über 70 Jahren sagt, das ist nicht meins, das ist schade und das ist irgendwo auch verschroben, aber es ist auch in seiner Sozialisierung begründet. So, das sprich, diese Generation, die wir jetzt haben, ich bin jetzt auch 95er Jahrgang, ich bin auch von meinem Vater sofort an Videospiele rangeführt worden. Der hatte das vielleicht noch nicht so in seiner Kindheit, Jugend, aber hat sich das mit seinen Teenagerjahren und so weiter halt angeeignet, hat da Bock drauf gehabt. Und ich bin sehr früh damit in Berührung gekommen. Für mich war es dementsprechend gar kein Thema, ob ich jetzt dieses Medium cool finde oder nicht. Natürlich fand ich es cool. So. Und die Generation nach mir, die jetzt, die jetzt vielleicht 10 Jahre jünger sind oder noch jünger, für die ist das schon gar keine Frage mehr. Die sind ja sogar im Internet aufgewachsen. So. Also das ist das eine und ich habe das Gefühl, dass der Fußballfan wie kaum ein anderer Sportfan sehr traditionell geprägt ist. Also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und was, wenn ich jetzt E-Sport mir angucke,
ich kann nicht so gut adaptieren, was da passiert, wie wenn ich mir jetzt Basketball angucke. Weil das ist auch ein physisches Spiel. Ich habe da auch einen Ball. Ne? Es ist auch eine Mannschaftssportart und so weiter. Das kann ich irgendwie übertragen. Und es wird kaum einen Fußballfan geben, der jetzt bei Basketball oder Football sagt, bah, ne, also Sport ist das jetzt für mich nicht. Die müssen das nicht lieben, aber die werden das wahrscheinlich tolerieren. Mhm. Und im E-Sport ist es natürlich das Ding, dass, wie gesagt, da Tradition sehr gelebt wird. Und der E-Sport aufgrund seiner Geschichte noch gar nicht in dieser Tradition angekommen sein kann. Es ist noch nicht Teil der Folklore dieses Vereins. Es gibt noch keine Geschichten, die geschrieben sind. Es gibt noch keine Helden, die sich herausgebildet haben. All das steht ja gerade in den Kinderschuhen. Und wäre das Teil der ganz natürlichen Folklore eines Fußballvereins, dann wäre auch da eine ganz andere Akzeptanz. Aber wir stehen da halt noch, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre ins Land gezogen sind, immer noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, das sind so weiche Faktoren, die sich aber auch, wie gesagt, spanne ich den Bogen zum Anfang, mit jeder Generation normalisieren werden. Hm. Ich glaube, du sagst da was ganz, ganz Wichtiges, denn diese Folklore, die ein Verein hat, ja, wenn ich jetzt an Liverpool denke, ich glaube, Braunschweig-Fans können sowas auch sagen. Fürth-Fans, die 1914, glaube ich, das letzte Mal Meister waren. Also ich habe in Fürth gewohnt, war im Stadion, singen immer noch über ihre Meisterschaft. Ja, so ist jetzt halt 108 Jahre her gefühlt. Und als Liverpool-Fan lebst du natürlich auch davon so. Ja, aber ich habe ja schon die großen Spielen sehen. Ja, das, was da jetzt auf dem Platz steht, das ist ja gar nicht vergleichbar mit den 70ern, 80ern. Das ist natürlich aber auch immer so ein Stand, der ein bisschen einfach ist, ne? Dass man einfach sagt so, ja, aber die haben ja noch gar nichts erreicht. Ja, aber also das eine bedeutet ja das andere so ein bisschen, ja. Also du kannst nichts erreichen, wenn du keine Chance kriegst, und wenn du keine Chance kriegst, kannst du nichts erreichen. So, und deswegen ist das immer, ich finde die Ausrede ist da so ein bisschen faul, ne? Wenn man die hört, dann ist man so, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. So. Diskussion führe ich immer wieder auch bei uns im Team. Also wir sind halt schon, also wir sind vier Leute, ne, die im Kernteam sind, und ne, da ist halt der eine, der ist FIFA, ne, Pro Clubs Weltmeister, der andere ist. Vielleicht kann ich kurz aus der Regie ein Es geht weiter hören oder noch nicht? Ich sehe uns hier wieder auf dem Bildschirm. Wir sollten wieder da sein. Herzlich willkommen zurück. Grüße. Wir sind wieder da. Und an dieser Stelle herzlich willkommen an jeden, der wieder da ist. Vielen, vielen Dank an die Internetleitung. Auch zu der, wenn wir bei dem Punkt auch kurz weitermachen wollen bezüglich der Folklore und den Helden. League of Legends ist jetzt in seiner 12. Season, 13. So, das hat auf jeden Fall über 10 Jahre allein in der E-Sport-Geschichte schon auf dem Buckel. Was für ein E-Sport-Titel, das ist ein Urgestein. So. Nicht viele Spiele sind älter, beziehungsweise manche Spiele sind in der Zeit einfach abgestürzt. Und League of Legends schafft es, also Riot Games schafft es, dieses Spiel frisch zu halten. So. Dass sich Hertha nach 12 Jahren entscheidet, da steigen wir noch ein. Also wir sehen da immer noch Potenzial. Und League of Legends hat es beispielsweise ja geschafft. Da sind teilweise einzelne Spieler zu absoluten Helden geworden. Ocelot oder solche Leute, das sind Namen, die in Leuten was auslösen, weil sie gewisse Szenen, gewisse Teams mit denen verbinden, ja. Eine gewisse Persona. Und teilweise sind sogar einzelne Moves im Spiel, also was Leute mit ihren Helden in League of Legends machen, nach Spielern benannt. Das ist ja wie im Fußball irgendwie der Rabona oder irgendwie solche Geschichten. Das ist das sind solche Sachen, die sind dann ja auch nach Spielern benannt oder nach Orten, wo sie entstanden sind. Und das schafft League of Legends. Und jetzt muss man halt den Schritt schaffen, das dann auch auf Vereinsebene hinzuziehen. Dass auch ein Hertha-Fan sagen kann, na klar, ist ein klassischer XY. So. Ja, und ich glaube, wenn das geschafft ist, dann können Leute viel eher, die auch noch nichts damit zu tun hatten, da Fuß fassen, weil sie irgendwie Teil dieser Folklore auch sein wollen und weil das ja auch geil ist. Warum gucken wir denn Filme und Serien und so weiter? Weil wir Geschichten irgendwie erfahren wollen. Und der Fußball bietet ja auch jedes Mal wieder eine Geschichte. Und wenn du dieses Gefühl auf E-Sport übertragen bekommst, und ich glaube, viele E-Sport-Titel schaffen das auch mit der Zeit, dann wirst du da Leute anziehen. Hundertprozentig. Also können wir da quasi festhalten, es geht darum, Persönlichkeiten aufzubauen, Geschichten auch zu entwickeln, zu schauen, wie kann ich das Ganze auch auf Social erweitern. Ja? Also Social müssen wir auch dazu sagen, als die Großen, auch wieder zurück zu Liverpool, großen Kölner Zeiten, Social Media war da noch nicht. Ja? So. Und auch da haben sich Geschichten verbreitet, ja? durch Bild und Ton, durch
durch Mund, ja. Ich glaube, heutzutage ist es fast schon einfacher, Geschichten auch aufzupusten, auch an die Leute ranzubringen. Social ist natürlich ein großes Thema, da haben wir vorhin ganz kurz drüber geredet. Die Social-Integration kann sehr schnell auch nervig sein, ja. Also ab wann geht man Leuten auf die Nerven? Auch Beispiel Liverpool, weil ich es da am besten verfolge. Gibt es unterschiedliche Social-Kanäle für Herrenmannschaften, ja, für U17, 15 Teams, für Frauenmannschaften gibt es andere Social-Kanäle für Fußball, ja, also für E-Sport-Football. Was ist bei Social da los? Also was glaubt ihr, muss es eine engere Zusammenarbeit geben zwischen realem und virtuellem Fußball auch auf Social? Oder vergrault man damit gegebenenfalls die, ich sag jetzt mal, Traditionalisten? Oder sagt man einfach, ja, dann müssen sie halt einfach fressen, das gehört jetzt dazu, das ist Teil unseres, ich sag mal, Erscheinungsbilds nach außen. Patrick vielleicht. Also die Frage ist ja, wie du es miteinander verbinden kannst. Und es gibt durchaus zum Beispiel bei RB Leipzig auch ein Community-Team, ne, das 11 gegen 11 spielt. Da spielt der Lukas Klostermann immer mal wieder mit. So, und das musst du dir vorstellen, dann bist du halt im selben Discord wie dein Held auf dem echten Rasen. Das sind ja auch Geschichten, die du dort kreieren kannst, weil, das sagt ja fast jeder, ne, wenn du heute in einen Bundesliga-Kader reinguckst, dann haben wahrscheinlich 80% der Spieler auch irgendwie eine Playstation oder eine Konsole und zocken halt selber auch. So, ja. Also diese Verbindung von virtueller und echter Welt, die kannst du, glaube ich, als Verein noch viel, viel stärker spielen, und vor allen Dingen solltest du es nicht einfach geschehen lassen, sondern du kannst einen Gestaltungsauftrag für dich auch als Verein annehmen. Weil was passiert, wenn du als Verein, und damit meine ich jetzt nicht nur die Profiklubs, sondern auch den Breitensportverein, wenn du als Verein nicht annimmst, dass der E-Sport für dich eine Chance ist, dein Angebot als Verein zu erweitern, dann werden sich Strukturen schaffen, die daneben existieren, und dann wirst du das Vereinssterben, was wir in Deutschland haben, ja, ne, dann wird das weitergehen. Und ich glaube aber, dass Vereine soziale Netzwerke, also das sind soziale Netzwerke und waren es schon, bevor es diesen Begriff überhaupt, ne, gab. Und ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass Vereine für sich einen Gestaltungsauftrag annehmen und Digitalisierung, egal in welcher Form, aber eben auch insbesondere im Sportangebot durch E-Sport annehmen und dafür sorgen, dass sie da auch relevant bleiben. Weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, bei aller Individualität, die jeder Einzelne für sich verlangt und erwartet und so weiter und so fort, musst du aber trotzdem schaffen, diese letzten Lagerfeuer, von denen Fritz Keller mal gesprochen hat, da kann man drüber jetzt denken, was man will, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen was an Bild dran. Ja? Fußballverein als letztes Lagerfeuer. Und wenn er das, also wenn wir das aus der Hand geben, ne, auch ich spreche jetzt mal auch aus Perspektive vom Verein, wenn du es aus der Hand gibst, dann werden sich Subsysteme bilden. Und das ist für eine Gesellschaft möglicherweise nicht das Beste. Also das sind ja tatsächlich die Worte aus dem Mund. Also dieses mit dem Lagerfeuer-Thema, das hätte ich mich auch angesprochen, wenn, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass kaum ein Sport wie der Fußball so alt gewachsen ist und dementsprechend so traditionell geprägt ist und in diesem Sinne lebt von, das haben wir so immer so gemacht, das machen wir weiter so, was ja oft auch eine sehr deutsche Attitüde ist. Und ich glaube, wenn du dann dich dem Wandel der Gesellschaft, der sich ja durch Social Media, durch das Internet so dermaßen rapide beschleunigt hat, nicht stellst und dich dem nicht anpassen möchtest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Anlaufstelle mehr bist. So, und wenn ich als Verein beispielsweise, es gibt Berliner Vereine, das sind Amateurvereine, die hatten mal vielleicht eine große Zeit, aber mittlerweile sind es halt eher Amateurvereine, die haben E-Sport-Abteilungen gegründet, da gehen Kids hin. So, und wer sagt denn nicht, dass wenn ich da den jungen Lukas mit 12 Jahren habe, dass ich dann den Lukas nicht auch dazu begeistern kann, vielleicht auch hier zu kicken. So, also diese Symbiose muss entstehen, und wenn wir zurück auf Profi-Ebene gehen, ja, ich glaube, es ist vollkommen richtig, wenn wir diesen Social-Aspekt ansprechen, es braucht verschiedene Accounts, damit diese Teams ihre eigene Identität haben können. Wie unangenehm wäre das, wenn jedes Mal irgendwie das Frauenteam eines Fußballvereins dann irgendwie so von dem Männeraccount so geschluckt wird? Ich glaube wirklich, dass die, um ihre Identität zu stärken, brauchen ihre eigenen Accounts. Und es braucht eine Symbiose, die aber über den einfachen Retweet hinausgeht oder
der E-Sport-Account kündigt an, ey Leute, wir haben jetzt bei FIFA voll das wichtige Spiel und Hertha haut einfach nur raus, viel Erfolg, Jungs. Das ist zu wenig. Das ist zu unkreativ. Was es, glaube ich, braucht, ist kreative Ansätze. Beispielsweise zu sagen, ey, wir setzen jetzt bei Hertha Niklas Stark mal beispielsweise bei dem LoL-Team hin und der soll mal eine LoL-Partie spielen. Und der Coach von Hertha BSC steht hinter ihm und erklärt ihm, wie dieses Spiel zu funktionieren hat. Und Niklas Stark ist überfordert und so, aber hat vielleicht auch erste Erfolgserlebnisse und es wird lustige Momente geben. Und wenn dann Niklas Stark auf dem Videotitel steht, dann werden Hertha-Fans, die Fußballfans sind, da einschalten. Was ich damit sagen will, es reicht nicht von Fußballverein. Das ist, glaube ich, auch einer meiner größten Kritikpunkte, zu sagen, ey, voll geil, wir haben jetzt übrigens ein LoL-Team, identifiziert euch damit gefälligst. Das ist hier der Twitter-Account, dem folgt ihr jetzt und ab hier lassen wir aber los. So wird es nicht funktionieren. So hat es ja schon in FIFA nicht funktioniert. Wie gesagt, bei einem so themenfremden Spiel wie League of Legends, wo es um Magier und Kämpfer und Blut und Monster und Türme geht, wie willst du da jemanden abholen, der damit keine Berührungspunkte hat? Und da müssen Vereine schon noch kreativer werden. Bei Hertha muss ich natürlich auch sagen, man muss auch Verständnis zeigen, die haben jetzt in einer schwierigen Zeit dieses Team gegründet durch die Pandemie. Es konnte beispielsweise pandemiebedingt noch kein Teamhaus gebaut werden oder ähnliches. Also es fehlen noch gewisse Strukturen, die sind auch am Wachsen. Das will ich deren Team, was da auch mit viel Eifer hintersteht, gar nicht absprechen. Aber das muss noch passieren, will ich damit sagen. Wenn es jetzt noch nicht passiert ist, dann muss das passieren, weil dann braucht man sich nicht wundern, wenn auch da das LoL-Team sehr schnell an so eine gläserne Decke stößt, weil du die Tür gar nicht zu dem großen Fan-Tum des Vereins aufgemacht hast. Wir reden jetzt, also sorry, wolltest du? Ja, ich wollte vielleicht nochmal für die Vereine brechen. Also ich sehe das auf der einen Seite natürlich, bin ich hier auch fordernd und denke mir so, okay, da könnte noch eine ganze Menge gehen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch mal die Perspektive der Vereine einnehmen. Die haben halt natürlich in der Corona-Zeit schon eine echte Herausforderung, ihren klassischen Spielbetrieb und so weiter aufrechtzuerhalten, dafür zu sorgen, dass eben das Kerngeschäft funktioniert. Ja, und jetzt hast du halt eine dünne Ressourcendecke und jetzt sollst du halt im nächsten Schritt auch noch was anderes entsprechend aufbauen und dazu machen. Und du hast aber eben gleichzeitig auch auf DFL-Ebene natürlich eine klare Strategie mit der virtuellen Bundesliga, die im 1-gegen-1 funktioniert. Ne? Du hast vielleicht so ein paar Experimente und kleine Innovationslabors, wo du noch entsprechend was austestest. Irgendwann ist natürlich auch die Ressource so ein Stück weit begrenzt. Also was kannst du wirklich noch alles machen? Wo sollst du reingehen? Und. Und ich glaube, solange du nicht auch dort politische Signale bekommst, ne, und eben auch klare Richtungen, ne, in welche Richtung das halt gehen soll, dann bleibt das halt immer noch ein Anhängsel. Und dann, ne, wissen wir auch, in der Betriebswirtschaft, da musst du dir immer die Frage stellen, wo sind meine Opportunitäten und wo kann ich Ressource, Geld und Zeit und so weiter halt hinstecken. So, und da ist halt häufig noch ganz oft die Antwort an andere Stellen als an den E-Sport. Wir haben gerade darüber geredet, wie man Social verknüpft. Glaubt ihr, dass der E-Sport gerade für kleinere Vereine, also ich sage jetzt mal ab der dritten Liga, Amateurteams, vielleicht aber auch für Vereine, die mal extrem groß waren, dann jetzt keine große Relevanz mehr haben, zumindest für den klassischen Fußball, erste, zweite Liga, dass das eine der größten Chancen gerade ist, um überhaupt wieder an Relevanz zu gewinnen und neue Mitglieder gegebenenfalls auch zu akquirieren. Patrick, vielleicht magst du da zuerst, weil du hast ja natürlich auch noch eine gute Sicht aus Drittliga-Vereinen, die plötzlich Meisterschaften mitspielen können. Ja, absolut. Also ich glaube da total dran. Also ich hatte eben das Thema SCFL ja schon mal angesprochen, ja, die in der dritten Liga spielen und eben bei uns in der Championship der Pro League spielen und dort im Moment total erfolgreich durchgehen. Letztes Jahr ein Turnier mit 64 Mannschaften über mehrere Wochen dominiert haben und wo wir dann auch mal einen Pokal live im Stadion übergeben haben. Ja, das war für die E-Sport-Abteilung tatsächlich auch ein echtes Highlight, weil die jetzt auf einmal auf dem echten Rasen einen Pokal bekamen. Ja, so, das sind Chancen, die da sind. Und ich glaube, auch wenn du noch weiter runter gehst, hast du ja Vereine, die
in der Vergangenheit stark gefallen sind. Wie oft ich diesen Satz höre, ja, in den 60er, 70er, 80er Jahren waren wir ja ein Traditionsverein und heute spielen sie keine Rolle mehr. Ja. Bis dass sie aber heute wieder sich zurückarbeiten können nach oben, ja, ist es ein sehr weiter Weg. In anderen Systemen, nämlich zum Beispiel im E-Sport, kannst du im Zweifel sehr, sehr schnell wieder Liga 1 werden. Ja, mhm. So, und kannst dich auf einmal wieder gegen große Namen messen, was du eben im klassischen Fußball wahrscheinlich über die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht mehr können wirst, außer im DFB-Pokal vielleicht. Also von daher ist es auf jeden Fall eine Chance. Ja, weil du jetzt eben, wenn du als Verein diesen Gestaltungsauftrag, von dem ich eben sprach, annimmst, eine Chance hast, auch Strukturen zu schaffen, die heute eine Struktur DFL und DFB-System eigentlich nicht hergibt, weil es eben Closed Shop, ne, letztlich ein Stück weit ist. Aber es ist ja auch eine Chance, vor allem halt zu sagen, wir akquirieren Nachwuchs, wir akquirieren aber auch Expertise gegebenenfalls, ja, als Verein in einem gewissen Rahmen, um gegebenenfalls auch bei anderen Vereinen dann dafür zu sorgen, dass die untereinander auch ihre Strukturen aufbauen. Ja, also wenn ich ja der Experte bin, trotz dritte, vierte, fünfte, 22. Liga, dann bin ich vielleicht trotzdem der Gefragte, wenn es heißt, hey, hier ist der Verein, der möchte was aufbauen, wie können wir da vielleicht helfen? Ja, also ich hole mir meine Expertise oder meinen Erfolg dann nicht mehr auf dem realen Rasen, sondern der reale Rasen wird eigentlich zu einem verlängerten Arm. Also ich glaube, das ist halt auch noch ein Punkt, über den man da reden kann. Marc, wie siehst du das Ganze? Wenn wir über Fußball reden, reden wir natürlich auch, das haben wir vorhin gesagt, über Mitglieder, die immer älter werden. Ja, also Mitgliedernachwuchs in Vereinen schwindet natürlich, gerade in so, es klingt jetzt blöd, aber in Ballungsgebieten. Ja, ich habe ja gerade schon mal Nordrhein-Westfalen angesprochen. Von Essen nach Oberhausen ist es nicht weit, sind beides Vereine mit langer Historie. Ja. Aber sie teilen sich halt ihre Mitglieder irgendwann dann mal auf. Zeitgleich werden Mitglieder immer älter. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, in der Premier League liegt es bei ungefähr 42. NHL, NBA ist ähnlich. Die NFL liegt tatsächlich schon bei 50 Jahren. Beim Golf ist es bei 62. E-Sport ist bei 25. Ich habe jetzt Golf gespielt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das so sehr weit runter. Jetzt bist du ein alter Mann. So ist es. Aber das merke ich bei meinem Sohn jeden Tag. Deswegen das Golf war jetzt das Next Level. Zeitgleich verschwindet Fußball natürlich auch hinter Paywall. Ja, also du hast oftmals halt eine Paywall, die für Jugendliche einfach nicht greifbar ist. Ja, wenn man mir gesagt hätte, mit 13, du brauchst ein Sky-Abo, du brauchst ein DAZN-Abo, um Liverpool spielen zu können, Liverpool spielen zu sehen, dann hätte ich da aber gestanden und hätte gesagt, ja, aber hä? So, ich habe doch gar kein Geld, ja. Da muss ich das irgendwo anders herholen. Mein Vater ist kein Fußballbegeisterter in dem Fall. Der wird mir auch einen Vogel zeigen und sagen, ja, ich gebe dir doch keine 400 Euro pro Jahr, nur dass du irgendwie Liverpool verfolgen kannst. Ne? Kannst du schön auf kicker.de nachlesen und dann reicht dir das. So, aber das kommt noch dazu und wir müssen natürlich auch sehen, E-Sport kann ja als Motor funktionieren. Auf Twitch, YouTube, es wird kostenlos ausgestrahlt. Du bist sehr, sehr nah dran. Auf Social wird es kostenlos ausgestrahlt. Du kannst supporten, wenn du möchtest. Du kannst dich auch noch aktiv, gerade in kleineren Vereinen. Kleinere Vereine suchen sehr oft hier einen Grafiker. Wir suchen Grafiker für unsere E-Sport-Abteilung. Wir suchen jemanden, der beim E-Sport Technik mitmacht. Ja? Wir suchen jemanden, der das und das macht. Du kannst dich halt viel mehr einbringen. Ist E-Sport auch in deinen Augen die Chance, das junge Publikum, die jungen Leute zu erreichen? Ob es die Chance ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Chance. Also diese Unmittelbarkeit, diese Verfügbarkeit ist natürlich ein großer Punkt. Also wir sprechen ja immer wieder davon, dass der Fußball sich immer mehr von der Basis verabschiedet. Vereine, die mittlerweile nicht mehr fürs Stadion planen, sondern eigentlich für den TV-Sport. Und dahingehend alles ausrichten, weil sie wissen, dass da das Geld liegt. Und dass Mitgliederstrukturen, ja, die werden älter, die werden weniger, die werden aber auch weniger gehört im Verein. Also bei vielen Vereinen hat man mittlerweile das Gefühl, die wären auch lieber RB Leipzig mit neuen eingetragenen Mitgliedern, damit sie nicht mehr so lästig mit ihren Fans und Supportern da irgendwie hantieren müssten. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der E-Sport in seiner Jungfräulichkeit quasi, da Möglichkeiten bietet. Das sind auch sehr flache Strukturen. Da müssen Leute miteinander zusammenarbeiten. Da ist eine gewisse Abhängigkeit auch von den Supportern irgendwie gegeben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Vereine
damit kreativ umgehen könnten, um den Fans die Möglichkeit zu geben, da mit den Leuten zu interagieren. Kleines Beispiel, ist jetzt nicht in dem Sinne E-Sport, aber ich streame ja beispielsweise auf Twitch. So, manchmal. Und wenn dann der neue Football-Manager von Sega rauskommt, bin ich natürlich am Start. So. Und der erste Spielstand ist dann meistens Hertha BSC. Und die Leute schalten da wahnsinnig ein, weil sie vielleicht auch sehen wollen, was gewisse Alternativen mit dem Verein sein können. Was kann man denn damit auch vielleicht selber machen und gestalten? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, es gibt dann so Challenges, die sagen, ey, ich trainiere jetzt Hertha BSC, ich versuche aber nur noch Berliner Jungs da zu integrieren. Und dann habe ich da die Möglichkeit. Oder ich spiele FIFA mit Hertha BSC und sage, ich will jetzt aber mein gesamtes System auf diesen einen Spieler ausrichten. Also ich kann mit diesem Verein auf einer ganz anderen Ebene interagieren und habe das Gefühl, vielleicht auch kreativ mit diesem Verein umzugehen. Und all das sind Möglichkeiten und für mich ganz individuell, die ich natürlich bei der Fußballmannschaft nicht habe. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das alles Punkte sind, wo Vereine jetzt Strukturen bauen können, die eigentlich noch recht flach sind und recht schnelllebig und recht agil vor allem, dass die da mehr Fans abholen, als jetzt, wo man an so gläserne Decken stößt. Ja. Also ich glaube auch, dass das eine ganz, ganz große Chance ist, die Vereine einfach jetzt gerade nicht sausen lassen sollten. Ja, also jetzt gerade, ich meine, ich habe angefangen mit E-Sport Ende der 90er, so mit Counter-Strike und Co., habe mich dann hochgearbeitet, in Anführungszeichen, zu Warcraft und so weiter und so fort, habe mein erstes Geld damit irgendwie verdient. Und wir haben damals auch schon immer gesagt, so, das ist das Jahr, jetzt ist das Jahr des E-Sports. Jetzt ist das Jahr. Und dann das nächste Jahr, das war das Jahr des E-Sports. Und 10 Jahre später war, das ist das Jahr des E-Sports. Und ich glaube, jetzt ist wirklich das Jahr des E-Sports irgendwann einmal gekommen, sodass man sagen muss, wir müssen als Kollektiv einfach daran arbeiten. Ja? Also ich glaube, es geht halt wirklich nur kooperativ als Synergie, realer Verein, E-Sport-Abteilung, Marketing, Social, die müssen alle an einem Strang ziehen und sagen, hey, das ist unser Ding. So, wir können uns hier etablieren, wir können etwas gemeinsam aufbauen, was in vielen Bereichen einfach schon stellenweise funktioniert, ja, wo aber dann vielleicht noch Defizite sind. Und das muss man sich angucken. Man muss halt aus den Fehlern von anderen lernen. Man braucht einen Investor. Du hast es gerade gesagt, das ist das Erste, was man im Studium lernt bei BWL, in BWL und Co. Du brauchst einen Invest, der kann aber, ja, und da kommen wir gleich noch zu Pro-Clubs, weil ich gesehen habe, das ist das Thema im Chat derzeit. Du kannst sagen, du brauchst natürlich eine finanzielle Investition, ja, aber du brauchst vor allem Zeit, also eine zeitliche Investition, die du tätigen musst, und eine personelle Investition, indem du sagst, wir suchen uns die richtigen Leute dafür. Und oftmals sind die richtigen Leute sogar die, die es am liebsten noch gratis machen, weil sie einfach Lust haben, ihren Verein zu unterstützen im Idealfall, dann noch was Neues aufzubauen, ihre Leidenschaft zu frönen, und die dann auch sagen werden, hey, wir machen das ein Jahr, wir testen das, wir brauchen eure Ressourcen in Sachen Zeit, finanziell brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so viel, und nach einem Jahr gucken wir, wo stehen wir, was können wir verbessern. So, ich glaube, das ist halt wirklich so, diese Synergie muss da sein, der Gedanke muss da sein, das ist nicht eine Zusatzbelastung. E-Sport wird oftmals als Zusatzbelastung für einen Verein gesehen. Ja, wir haben hier 100% und dann kommen die 10% Zusatzbelastung für E-Sport. Aber du musst diese 10% eigentlich in deine 100% integrieren und sagen, das ist das Ganze. So, das ist nicht ein Zusatz, sondern wir haben hier zwar mehr Arbeit, aber die bringt alle anderen Bereiche unseres Vereinslebens weiter. Ja, wir kriegen jüngere Leute, wir kriegen vielleicht wieder, wir schreiben vielleicht neue Traditionen, und das ist der Weg. Ja, so. Und ich glaube, es ist eine fast schon fatale Entscheidung, sich komplett gegen den E-Sport oder gegen auch ein Jungmachen des eigenen Vereins darzustellen. Und deswegen, es ist halt wirklich sehr, sehr schade, wenn man sieht, so das beste Beispiel war dann Hoeneß in dem Fall, weil er natürlich aber auch eine Figur ist, die das sehr nach außen getragen hat, und ein Verein ist, der natürlich auch extrem, ambivalent oftmals in den Medien behandelt wird oder von Fans betrachtet wird. Wenn sich so eine Person dann dagegen stellt, ist das erstmal ein Schritt in die falsche Richtung. Und ein Schlag auf jede Nase, die irgendwas tut für den E-Sport-Bereich, die dafür arbeitet, dass das Thema vorankommt. Und ich meine, keiner von uns wird reich durch E-Sport gerade, sondern das ist halt für die meisten einfach ein Leidenschaftsthema. Ja, es ist ein Thema, wo wir sagen, wir wollen doch, dass unsere Kids, ja, da die Möglichkeit haben, auch wenn sie mit zwei Gurken als Beinen geboren wurden, ja, irgendwie für einen Verein spielen zu können. Das geht halt dann erstmal nur digital. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommen wir gleich zu Pro-Clubs. An der Stelle erstmal vielen... Ja, bitte. Weil du gerade angesprochen hast, Partizipation ist ja so ein Ding.
Leute wollen ja partizipieren. Und ich glaube, bei etablierten Bundesliga-Vereinen im Fußball wird es immer schwieriger zu partizipieren. Ich habe ja gerade gesagt, teilweise hat man eher das Gefühl, die wollen sich ihrer Fans entledigen und sehen das als lästigen, historisch gewachsenen Zusatz. So, aber eigentlich wollen sie ja nur das Feld beackern und nicht die Fanszene. Und Partizipation ist im Verein ja aber eigentlich das A und O, dass Leute Bock drauf haben, etwas zu gestalten, teilzunehmen, vielleicht sogar für den Verein in irgendeiner Art und Weise zu spielen. So, und das konntest du bislang bei Hertha, also vor 2018, bevor die FIFA-Abteilung gegründet wurde, hättest du das höchstens noch, wenn du jetzt nicht der Profifußballer wirst, halt in so unsexy Sportarten, auch wenn die Leistungen da unbenommen toll sind, unsexy Sportarten wie Kegeln, Boxen und Tischtennis machen können, die jetzt nicht die große mediale Aufmerksamkeit bekommen. E-Sport ist, obwohl er ja noch ein so rasant wachsender Markt ist, hat ja schon eine Grundgröße, einfach weil er digital darstellbar ist. Und wenn du den Leuten Möglichkeiten einräumst, dort zu partizipieren, zu gestalten, direkt zu interagieren, über Dinge zu entscheiden, nimmst du die auf eine Art und Weise mit, die sie vielleicht vom Fußball gar nicht mehr gewohnt sind. Vor allem ist es ja auch so, wenn ich da kurz einhaken darf, Kegeln, Boxen und so weiter und so fort ist ja trotzdem etwas sehr, beim Boxen brauchst du keine 10 Leute, die noch dabei sind, während du boxst. So, aber beim E-Sport hast du eben noch ganz viele andere Bereiche, die jemand mitmachen kann. Ja? Du kannst dann Logos erstellen, Animationen erstellen, Twitch-Mod sein. So, du hast halt so viele neue Positionen in deinem Verein, die Leute auffüllen können, die den Verein eben vorantreiben möchten. Ja? Und da gibt es halt nicht nur den, der jetzt kegelt und den, der Kegel trainiert, sondern es gibt halt noch 10 Leute dahinter, die alle auch wichtige Positionen haben, die das Ganze mit voranbringen, die halt gegebenenfalls bei Fortnite irgendwelche Kartenmodelle erstellen, die das machen, die jenes machen so. Und ich glaube, dass einige Bereiche tatsächlich unterschätzen, was für eine Macht da oder was für ein mächtiges Werkzeug eigentlich da liegt und was nur aufgehoben werden müsste und dann halt mit den richtigen Stellschrauben in den Verein integriert werden müsste. Bevor wir zu Pro-Clubs kommen, weil ich glaube, das ist nochmal ein Thema, wo gerade Patrick natürlich auch drauf brennt, da nochmal eine Rede für halten zu können. Ich würde an der Stelle erstmal Danke sagen. Wir hatten vorhin 6.500 Zuschauer im Peak. Das ist natürlich wahnsinnig und sehr, 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 sehr schön. Willst du nochmal deinen ursprünglichen Tipp verraten? Ich kann meinen ursprünglichen Tipp kurz verraten. Ich habe gesagt, Elden Ring ist ja jetzt gerade da. Kicker.de ist auch hier im Chat. Die werden jetzt auch ganz sicher lachen vor lauter Pessimismus, den ich hatte. Ich habe gesagt, Elden Ring ist draußen. Es ist ja gerade sowieso heute auch, das haben wir ja gesagt, es ist eine schwierige Zeit. Ja, und deswegen freut es mich natürlich doppelt, dass das geklappt hat. Mein Tipp war tatsächlich, unter 100 werden zuschauen, was gar nicht daran liegt, dass das Thema nicht relevant ist. Das Thema ist extrem relevant, auch nicht, dass die Gäste nicht funktionieren würden, sondern ich war einfach so, es ist halt Elden Ring, Leute. So, es ist halt verdammtes Elden Ring ist da und wenn du dir die Steam oder die Twitch-Streams gerade anschaust, sind halt einfach jetzt gerade, ich glaube, 1,25 Milliarden Leute gerade Elden Ring am Spielen, am Streamen und am Genießen. Deswegen freut es mich doppelt und dreifach, dass wir jetzt wirklich 6.500 Leute in der Spitze haben. Und zeitgleich ist es so, das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, haben wir ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich euch versprochen, es gibt zweimal das Epos H3 Headset im exklusiven Cloud9-Stratus Design. Die sind handbemalt und extrem limitiert. Und wir haben gesagt, bei 20 Followern während des Streams verlosen wir das Ganze. Wir haben diese 20 Follower geknackt. Danke dafür. Und deswegen hoffe ich, dass kicker.de, der Kanal, jetzt gerade den Nightbot aktiviert hat und mit dem Hashtag Gewinnspiel könnt ihr teilnehmen. Und nachdem wir quasi über ProClubs geredet haben, werden wir die beiden Headsets verlosen. Nochmal vielen Dank an Epos, die 2H3 zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt gerade kam noch eine gute Frage rein von La Curaccia, und zwar, wie findet ihr den Ansatz von 1, also Eintracht Spandau aktuell? PR-mäßig finde ich, dass durch ihren Einsatz und ihre PR-Arbeit zum Beispiel die Prime League und potenziell das Thema E-Sport allgemein massiv profitiert. Da muss man nochmal sagen, ist ja im Prinzip dann halt ein Zusammenschluss gewesen, um das ganz kurz zu erklären, von Streamern und von einer Agentur, also von Instinct, glaube ich. Die arbeiten zusammen mit, wie heißt denn diese berühmte Hamburger Werbeagentur? Oh. Jung von Matt? Jung von Matt, danke. Nerd. Ja. Genau. Und da ist es so, dass sie quasi ein eigenes E-Sport-Team aufgebaut haben. Ich glaube, das ist eine Option, das hatte ich ja vorhin auch schon mal innerhalb dieser verschiedenen kleinen
Gruppierungen, Aufsplittungen von E-Sport-Teams benannt. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Option und ich glaube auch, dass es in dem Fall vor allem dazu dient, E-Sport noch allgemein tauglicher zu machen, allgemein bekannter zu machen, gerade auch, und das muss man ja auch sagen, E-Sport hat ja das Problem oftmals, dass es zum einen die Traditionsvereine, die sagen, naja, Mai ist halt E-Sport, so, wen juckt's, ja, das ist das, was wir gerade die ganze Zeit erklärt und geredet haben, dass E-Sport aber auch trotzdem nur ein kleiner Teil von eigentlich von dieser extremen Videospielbubble ist. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Und deswegen glaube ich, dass das so eine schöne Synergie zwischen den Stühlen ist. Ja, dass du sowohl jetzt noch mehr allgemein Videospieler abholen kannst mit so einem Thema wie eins, als auch den so ein Proof of Concept hast für Vereine, dass sowas auch klappen kann. Ja, also ich glaube, die sind halt genauso mittendrin und sind demnach absolut tragbar als E-Sportler. Und ich finde das alles sehr, sehr spannend tatsächlich. Freunde von mir arbeiten dort auch. Deswegen, ich glaube, das ist... Ja. Ich habe da noch keine finale, aber eine irgendwie doch ambivalente Meinung. Auf der einen Seite finde ich das kreativ und cool und finde es sehr stark, dass Leute da solch ein Ressourcenbündeling betreiben. Bündeling ist auch ein schönes Denglisch. Bündelung. So, betreiben, um dieses Thema E-Sport noch weiter auf die Karte zu bringen, um auch die Prime League, die ja so dieses deutsche Produkt ist, weiter voranzubringen. Abseits von der großen LCS, die ja schon eine große Bühne für sich gefunden hat. Das finde ich alles, das finde ich schön. Und ich bin auch grundsätzlich Fan von dem, was Hand of Blood und so weiter machen. Auf der anderen Seite habe ich ein Stück weit das Problem, dass sie sich in diesem Projekt sehr der Folklore des Fußballs bedienen, sich aber teilweise über sie lustig machen. Dann geht es irgendwie um Assi-Fans, dann geht es um den korrupten Präsidenten, Dinge, die der Fußball in seinen letzten Jahrzehnten oft genug erlebt hat, die auch nicht verherrlicht werden sollten, die aber historisch gewachsen sind. Und daraus so eine Art Schauspiel zu machen und das quasi in künstliche Erzählungshandlungsstränge zu legen, die vielleicht in 100 Jahren dann auch Teil der Folklore sein soll, das verstehe ich schon, aber sie sind ja trotzdem so gewachsen, dass Leute Rollen gespielt haben. Rollen, die mit Klischeebildern besetzt sind, die man im Fußball ja immer belächelt, die hier aber kultige Figuren abgeben sollen. Und da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, die Meinung ist noch nicht final, aber aktuell tue ich mich damit ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Patrick, wenn du magst, du hast gerade... Also auf jeden Fall, ne, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass du gerade wenn du in Richtung Vereine unterwegs bist, dort musst du eine Mischung wahren aus Ernsthaftigkeit und Respekt vor den Traditionen und gleichzeitig aber eben auch eine gewisse Entertainment-Bereitschaft dazu haben. Und ich glaube, das ist ein schmaler Grat, auf dem du da wanderst. Also wir waren gestern bei einem Verein, ne, in Baden, ja, so, und da hast du es auch gemerkt. Also da war halt der Punkt, okay, wenn das hier alles ein bisschen mehr entertainisiert wird, verlieren wir dann möglicherweise unseren Verein, der seit 120 Jahren, ne, da ist und der für auch bestimmt für etwas steht, verlieren wir den dann aus dem Blick. Und ich glaube, es ist halt die Aufgabe, auch, ne, von Unterstützern und, ne, auch von Verantwortlichen, die dann, ne, auch E-Sport-Engagements aufbauen oder auch andere Engagements, ne, die auf Mitgliedergewinnung aus sind, aufbauen, dass sie den Respekt vor der Tradition und den Werten haben und gleichzeitig trotzdem bereit sind, innovativ zu sein. Okay, also es ist zusammengefasst, muss man sagen, wir beobachten das Ganze jetzt gerade noch, was das Thema angeht. Wir sind voller Freude, dass es überhaupt angegangen wird. Ja. An der Umsetzung, das müssen wir halt, ich glaube, das ist eine Sache, die wir in einem Jahr, in zwei Jahren dann nochmal mit ein bisschen mehr Background beleuchten müssen. Ja? Man muss ja auch dazu sagen, das Ganze läuft ja jetzt seit einem halben Jahr, müsste es jetzt. Ey, Zeit, was ist Zeit aktuell? Also vielleicht ist es auch schon 10 Jahre und wir haben es nicht mitbekommen. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht so lange. Einmal ganz kurz in den Chat geguckt. Christian -10 und Alemannia Aachen haben das Giveaway gewonnen. Es gibt jetzt wahrscheinlich dann eine Flüsternachricht von kicker.de und darauf könnt ihr dann antworten. Kicker.de wird sich voraussichtlich in irgendeiner Form bei euch melden. Leider habe ich das Ganze gar nicht so abgesprochen. Aber ich glaube, das ist der Weg und so wird es passieren. Erstmal Gratulation natürlich an euch. Ihr habt die beiden Headsets gewonnen, jeder von euch eins, und es soll euch
gutes Gehör bringen. Lass uns einmal zum Abschluss, weil ich finde das Thema auch extrem spannend, über Pro-Clubs reden, also über 11 gegen 11 und über die Möglichkeiten und Chancen da. Das klassische FIFA-Fußball-E-Sport-Ding, und Patrick, unterbrich mich jederzeit bitte, ja? Das klassische FIFA-Fußball-E-Sport-Ding ist eigentlich der Foot-Modus. So. Mhm. Oftmals dann gleichgeschaltet, das heißt also, ein Verein hat dann Spieler, die allesamt den gleichen Wert haben und so weiter und so fort, weil es sonst auch gemein wäre, wenn wir mit einem Drittliga-Verein oder Zweitliga-Verein gegen den FC Barcelona spielen. Und der Pro-Club-Modus geht einen bisschen anderen Weg. Pro-Club wurde eingeführt, lass mich überlegen, wann ich das erste Mal gespielt habe, 2013? Ich glaube, seit 2011 ist er Bestandteil, ne? Okay. Es war schlecht geraten, aber ja, auf jeden Fall gibt es schon ein bisschen länger. Ist aber in den letzten Jahren so ein bisschen von FIFA, ich sag mal, oder von EA, so ein bisschen wie so ein ungeliebtes Kind behandelt worden, möchte ich fast meinen. Gab nicht wirklich viele Updates, gibt auch in der Form gar nicht wirklich von EA ausgestrahlte Turniere mit großer Publicity und so weiter und so fort. Das ist alles aus der eigenen Community herausgewachsen, oder? Und jetzt musst du mir einmal sagen, warum ist 11 gegen 11 geiler? Was ist der Vorteil für Vereine? Und sag mir, wie ich das Ganze genießen kann als Zuschauer. Vielleicht mache ich es an einem Beispiel fest. Wir hatten letztes Wochenende ein kleines Tryout-Turnier gemacht. Es waren wirklich nur 3 Teams dabei. Ja, so unter anderem war da aber ein Tanzverein aus Niedersachsen dabei. Der hatte das Ganze, ne, bei einem Vortrag, den ich beim Landessportbund in Niedersachsen gehalten habe, oder wo wir in der Diskussion waren, hatte der jetzt mitbekommen und hat gesagt, das klingt super spannend. Ich bin ein Verein, der immer wieder das Innovatives ausprobiert. Möglicherweise ist das für mich eine Chance, neue Mitglieder zu gewinnen. Was hat er gemacht? Er hat bei WhatsApp gepostet, dass er bei uns beim Turnier, ne, entsprechend teilnehmen möchte. Mhm. Was ist passiert? Er hat Nachrichten gekriegt aus seiner Umgebung, ne, und er hat Rückmeldungen von Müttern bekommen, die gesagt haben, das ist ja super, meine Kids spielen FIFA, aber jetzt können sie das allererste Mal betreut FIFA spielen und können sogar eine Mannschaft entsprechend aufbauen. So, was ist passiert? Der hatte innerhalb von 10 Tagen hatte der eine komplette Mannschaft beisammen und konnte bei uns entsprechend mit antreten und ist jetzt so, dass er sagt, ich habe so viel Rückmeldung von 13, 14, 15-Jährigen, aber auch von Älteren, die das dann auch bei uns gesehen haben, dass er überlegt, demnächst 2 Mannschaften zu stellen und in den Spielbetrieb halt zu schicken. Ja, also das ist eine Chance, wo du sagst, okay, du kannst da spielen. Was ist das Besondere am Pro-Clubs-Modus? Jeder spielt halt wirklich nur seinen eigenen Avatar. Ja, dem kann ich bestimmte Attribute mitgeben, dem kann ich bunte Haare machen und so weiter und so fort. Dem kann ich meinen Namen auf den Rücken packen, wie auch immer. Und ich bin halt nur für den verantwortlich. Und den level ich aber nach und nach hoch. Das heißt also, so wie ich im echten Leben durch Training besser werde, wird das hier durch Spielzeit entsprechend auch besser. Ja, das heißt, auch das ist ein Punkt, ne, der einfach keine CPU-Steuerung, es ist nicht pay to win, ich kann also tatsächlich, ich brauche nicht mehr zu bezahlen, um besser zu werden. So, und das ist, als Zuschauer haben wir es letztes Jahr zweimal getestet, ja, dass wir tatsächlich unter anderem mit Alemannia Aachen zusammen in Köln im Experian mal ein Show-Image gemacht haben und mal angetestet haben, wie wirkt das auf Zuschauer. Wir haben ein erstes Spiel gemacht und eine Talksituation gehabt, danach nochmal ein Spiel. Und beim ersten Spiel hast du noch gemerkt, die Zuschauer waren so ein bisschen zurückhaltend, waren sich nicht so ganz sicher, wie sie darauf reagieren sollen. Und beim zweiten Spiel haben die mitgebrüllt, wenn es ein Foul gab, haben gejubelt, wenn es ein Tor geschossen war und sind da total mitgegangen. Und ich habe selber auch gemerkt bei einem Turnier, was wir online gespielt hatten, wie ich mitgefiebert habe in der 93. Minute, als der FC Isernhagen, ne, da bei einem Turnier gegen Vitchev Lodz, in der 93. Minute das 2-1 gemacht hat und den Turniersieg geholt hat. Ja, da warst du wirklich dabei, du bist emotional mit ausgeflippt davor. Also meine These ist, es kann ein Zuschauersport werden. So, warum EA das Thema für sich anders priorisiert, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Wir versuchen immer im Rahmen der Community-Richtlinien uns zu verhalten und entsprechend, ne, den Spielbetrieb zu organisieren. Da bist du natürlich abhängig vom Publisher, aber ich glaube, für Vereine ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, in das Thema einzusteigen und Fußball als Mannschaftssport zu kreieren und dann eben auch dieses soziale Miteinander wiederzuführen, weil bei Pro-Clubs geht es um Taktik, da geht es um Teambuilding, da geht es um Kommunikation, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, da geht es um all diese Dinge, die den Fußball im Grunde ausmachen. Ja. So,
So, und von daher bin ich total begeistert. Und wenn du auch die Kombination siehst, das ist altersunabhängig, du kannst verschiedene Geschlechter zusammenbringen, du kannst Menschen mit Handicaps reinbringen, du kannst standortunabhängig Menschen zusammenbringen. Ja, das kannst du auf dem echten Fußballplatz nicht, wenn du, ne, 17, 18 bist, zum Studium deinen Heimatverein verlassen musst, weil du, ne, irgendwo die Stadt wechselst, kannst du bei denen nicht mehr mitzocken. Auf dem virtuellen Rasen kannst du theoretisch deinem Verein dein ganzes Leben lang treu bleiben und kannst da einfach dabei sein. Und ihr habt gerade eben ja diese Perspektive der Einbeziehung halt gehabt. Mir ist da so ein Thema nochmal als Begrifflichkeit auch nochmal durch den Kopf gegangen. Beim Fußball bist du heute nur noch Konsument. Im virtuellen Fußball kannst du, ich habe mal gelernt, ne, dass das wohl so ein echter Begriff ist, kannst du zum Prosumenten werden, weil du eben Teil von diesem ganzen Thema sein kannst. Entweder in der Form, dass du hier über Twitch mit dem Team sofort interagierst, ne, mit den Leuten schreibst und. Oder indem du mit auf dem virtuellen Rasen stehst und halt selber mitspielen kannst. Und das ist aus meiner Sicht die große Chance, die du da halt hast. Und deswegen glaube ich auch an die Entwicklung in dem Bereich und glaube, dass 25.000 Fußballvereine oder sogar eben auch die 90.000 Sportvereine eine Chance haben, sich digital zu verlängern mit einem niedrigschwelligen Fußballangebot. Und wenn ich jetzt als Fußballverein Interesse habe oder als Sportverein Interesse habe, wo melde ich mich denn dann am besten zuerst? Wenn ich sage, hey, ich habe jetzt Lust, ein Pro-Club-Team aufzubauen, kann man sich da zum Beispiel bei dir melden? Gibt es da eine Anlaufstelle auf Twitter, Instagram, Mail? Sag mir einfach mal kurz, wo ich mich da am besten melden kann. Also am besten über unseren Instagram-Account esportmanager.com, also alles durchgeschrieben. Ja. Mhm. Oder eben, ihr könnt mir auch eine persönliche Nachricht schicken an patrickbauer@doppelpass.digital. Also auch dann kommt es entsprechend an, ne? Dann werden wir uns um euch kümmern und werden euch entsprechend weiterhelfen. Das finde ich sehr gut, weil ich muss auch sagen, ich finde, bei mir ist das Thema gerade Fortnite, also jetzt nicht zwingend nur für mich, sondern auch für den Sohn tatsächlich. Und er hat unfassbaren Spaß daran. Ja? Er ist jetzt nicht der krasseste FIFA-Spieler, er ist jetzt nicht so der irgendwie Lust an virtuellen Sport hat. Für ihn ist Fortnite gerade das Thema. Und ich überlege auch, passt oder post-Corona dann in irgendeiner Form halt für ihn eine Möglichkeit zu schaffen, mit seinen Freunden teamtechnisch zu spielen. Ja, also was kann man da machen? Wie kann man das halt wirklich aufbauen, diese Leidenschaft, die Kids da auch mitbringen? Ja, wie kriegt man das hin, dass man da in irgendeiner Form dann auch eine Nachhaltigkeit schafft und als Kollektiv handelt? Ich glaube, das ist halt extrem wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch was, was wir gesagt haben, was sowohl bei Social wichtig ist, was wichtig ist, wenn wir darüber reden, wie Vereine E-Sport generell integrieren. Es muss als Kollektiv passieren. Ja, Synergien müssen genutzt werden und man muss Lust haben, das Ganze zu machen. Ich hätte jetzt auch noch Lust, weiterzureden. Ich glaube aber, dass wir an dieser Stelle, auch wenn wir die Spitze des Eisbergs jetzt gerade vor allem erstmal angetippt haben, aber wir haben erstmal einen schönen Überblick geschaffen. Das haben wir auch zuletzt beim Blizzard Talk, den haben wir dann irgendwann nochmal fortgeführt. Ich würde sagen, lass uns doch vielleicht nochmal zusammensetzen, wenn das neue FIFA rauskommt, wenn wir da wissen, hat Pro Clubs nach 26 Jahren mal wieder ein Update bekommen oder nicht? Gibt es vielleicht auch mal wieder einen Heilmodus? Ich gucke euch an, EA, und ich würde mich sehr, sehr freuen. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich würde mich an der Stelle erstmal bei euch beiden bedanken, Marc, Patrick, es war mir ein wirkliches Fest, das war mir ein ganz, ganz großes Vergnügen. Ich finde, ihr seid tolle Gesprächspartner und ich wünsche euch dahingehend schon mal sehr, sehr viel Erfolg mit der Herterbase oder auch mit allem, was mit Pro-Clubs und Co. zu tun hat. Ihr seid da ja tatsächlich Tausendsasser. Wir würden jetzt an dieser Stelle noch einmal verweisen auf Podcast und YouTube. Das heißt, wenn ihr das hier hört als Podcast, dann gibt es das hier auch auf Twitch und auf YouTube. Wenn ihr es auf YouTube seht, gibt es uns auf Twitch und als Podcast. Und wenn ihr Podcast hört, dann sind wir auch noch irgendwo. Seid auf jeden Fall dabei und auch da gilt, als Kollektiv ist das Ganze immer schöner. Wir werden jetzt gleich jemanden raiden und zwar den guten Mr. Morgame. Unfassbar sympathischer Typ und der zockt gerade Elden Ring. Na Mensch. Nicht? Ein Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Was ist das für ein Spiel? Das habe ich jetzt noch nicht gehört irgendwie. Also, ich habe auch noch gar nichts davon mitbekommen, aber ich glaube, Mori wird uns da sehr, 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 sehr gut unterhalten. Lasst dem guten Mori sehr, sehr gerne ein Follow da und einen lieben Gruß vom Kicker, vom Fußball generell, von eurem Verein. Der freut sich auf jeden Fall. Ich sage mal so, er hat nicht viel mit Fußball zu tun, aber er wird sich ganz sicher freuen, wenn ein, zwei Leute dann in seinem Chat sind und bei Elden Ring zuschauen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und auch nochmal der Hinweis natürlich
Ausrufzeichen Kicker Shop. Es gibt gerade das Nike Fleece im Angebot. Auch da natürlich zugreifen und extrem gut aussehen. Ich habe mich heute hier so ein bisschen bunt angezogen, ne? Wie so ein kleiner bunter Hund. Auch das ist schön. Paradiesvogel hier. Es ist so, es ist so. Ich würde jetzt den Kicker bitten, einmal den Raid zu starten. Dann würden wir runterzählen und beim letzten Mal hat es nicht geklappt, sage ich ganz ehrlich. Da war das nicht, hat es nicht so gut funktioniert. Wir unangenehme gucken Stille. Mal, es passiert schon. Kicker, die raided. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Also, wir klicken alle drauf. Wir sind noch 3000 Leute. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an die in der Spitze 6500 Leute. Ich glaube, das war ein sehr, sehr angenehmer, schöner Talk. Und an der Stelle raiden wir rüber, oder? Dann sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe vom Kicker eSport Talk. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke euch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.